Ja, einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zu Weltengeschichte. Und herzlich willkommen, alle, die wir hier vor Ort sind und alle, die jetzt live zugeschaltet sind auf www.weltengeschichte.de oder aber auf Joel Media TV zur nächsten Episode. Die Zeit des Schweigens. Wir haben drei wirklich interessante Fragen bekommen. Die erste Frage bezieht sich auf eine der allerersten Episoden, die wir hier gehabt haben, nämlich: Hätte der Sündenfall im Garten Eden auch ohne die Schlange passieren können? Interessante Frage. Und die Antwort ist ein klares, deutliches Ja. Der Satan hätte jedes andere Tier verwenden können. Er hätte auch einen Kolibri verwenden können, einen Papagei. Er hätte auch einen Schmetterling verwenden können, und die Idee eines redenden Schmetterlings ist vielleicht seltsam, aber die Idee einer redenden Schlange ganz genauso. Er hätte auch gar kein Tier verwenden können. Er hätte auch einfach selbst kommen können und sich als Heleel, der Engel, ausgeben können. Das wäre etwas schwieriger gewesen, weil, wie wir gesehen haben, Gott niemanden ungewarnt lässt und auch Adam und Eva in irgendeiner Form gewarnt worden sind. Höchstwahrscheinlich durch Gott selbst oder durch Malachim, durch Engel, die er gesandt hat. Und die eigentliche Frage, die dahinter steht, wahrscheinlich ist aber: Hätte es den Sündenfall auch geben können, wenn der Satan gar nicht dort im Garten Eden da gewesen wäre? Und die Antwort ist wieder ein deutliches Ja. Denn obwohl der Satan die Sünde erfunden hat, hat er kein Copyright sozusagen darauf. Die Sünde ist nicht durch den Satan begrenzt, um es einmal ganz krass auszudrücken. Wenn der Satan heute Abend mit allen seinen Engeln gemeinsam einen Herzinfarkt bekommt und morgen tot ist, dann bricht morgen nicht das Paradies auf Erden aus. Weil Sünde ein Gedanke ist, ein Prinzip, das von ihm erfunden worden ist, aber über ihn hinausgeht. Wir alle kennen das aus der deutschen Geschichte. Man konnte den Adolf Hitler totbomben, aber seine Ideen sind deswegen noch nicht notwendigerweise ausgestorben. Um Sünde, um eine Idee zu vernichten, braucht es sehr viel Überzeugungsarbeit. Und deswegen geht die Weltengeschichte so lange und deswegen haben wir so viele Episoden. Und deswegen werden wir heute weitermachen. Nächste Frage. Warum mussten all die Völker wie die Kanaaniter und so weiter ausgerottet werden? Und der Fragensteller hat dann geschrieben, er weiß schon, es geht um die Ehre Gottes und um seine Herrlichkeit. Aber vielleicht kann man da noch ein paar Gedanken dazugeben. Interessant ist auf jeden Fall, dass Gott niemanden schnell verurteilt hat. Wenn wir daran denken, an die alte Welt vor der Sintflut, da hat Gott über anderthalb Jahrtausende gewartet, ohne irgendein Gericht auch nur halbwegs auszuüben. Bei den Kanaanitern hat er Jahrhunderte Zeit gegeben und einen Missionar, den Abraham und seine Nachfahren, dorthin gesandt. Als er die ägyptische Armee vernichtet hat, hat er lange zuvor den Josef dort als Tjati, als obersten Beamten eingesetzt, um der Welt zu zeigen und auch Ägypten, dass er es gut mit ihnen meint. Und so kann man sehen, wann immer Völker durch Gott gerichtet worden sind, haben sie vorher deutliches, klares Licht gesehen. Die Assyrer, bevor sie dann irgendwann unter dem Ansturm der Meder und Babylonier untergegangen sind, hatten durch Jona das Evangelium gehört oder zumindest Gott kennengelernt. So viel gute Botschaft hat er gar nicht gebracht. Daniel hat das Evangelium den Babyloniern gebracht, bevor die dann untergegangen sind, und das wurde ja beim letzten Mal sehr deutlich, als er dem Belsazar sagt: Du hast es alles gewusst, du hast dich trotzdem entgegen entschieden. Und in diesem Sinne sollte man dieses Thema nie einseitig betrachten, auf das Gericht schauen, sondern auf die lange Zeit, die lange Gnadenzeit, die Gott gibt, und auch dabei sehen, wie viel Leid entstanden ist wegen der Gnadenzeit. Denn je länger diese Sünder Gnadenzeit hatten, desto mehr Leid konnten sie auch veranstalten. Das heißt, die Gnade, die Gott gibt, die kostet etwas. Sie kostet Leid für andere. Sie kostet Leid vor allem für Gott selbst. Das ist also ein durchaus interessantes, wichtiges Thema. Und wir werden das im Laufe der nächsten Folgen immer weiter ausarbeiten und durchdenken. Letzte Frage.
Und ich habe auf diese Frage gewartet, das ist ein Klassiker. Wir haben das vorletzte Mal gesprochen über Daniel und seine drei Freunde. Wir haben darüber gesprochen, dass die drei Freunde im Ofen gelandet sind. Ja, als sie sich geweigert haben, das goldene Standbild anzubeten in der Ebene Dura. Und die Frage, und die musste kommen, wo war denn Daniel, als dort die anderen drei stehen blieben? Nun, um ganz ehrlich zu sein, man kann es nicht ganz genau sagen. Es gibt keine eindeutige, hundertprozentig autoritative Quelle, mit der man es belegen kann. Höchstwahrscheinlich hat er sich nicht vor dem goldenen Standbild niedergebeugt. Ich sage höchstwahrscheinlich, weil so gering die Wahrscheinlichkeit ist, man sie nicht hundertprozentig ausschließen kann, aber ich gehe davon aus, dass er es nicht getan hat. Manche haben vorgeschlagen, dass er vielleicht sich auf einer Auslandsreise befunden hat, als Botschafter vielleicht gerade in Medien gewesen ist oder so, ja, oder in Kemet, in Ägypten. Wäre eine Möglichkeit. Die wahrscheinliche Variante ist die, dass er mit dort anwesend war. Die Tatsache, dass all die Beamten des Nebukadnezar sich haben niederbeugen müssen, bedeutet nicht, dass jede Person, die an diesem Tag anwesend war, sich hat niederbeugen müssen. Es gab ja einige, die auch aufpassen mussten, dass alles passiert, was passieren soll. Es gab einige, die Musik machen mussten. Denn der Nebukadnezar stand nicht alleine da, ohne Leibwache sozusagen. Das heißt, auch in dieser Situation, als er die Treue seines Beamtenstaates überprüfen wollte, gab es mit Sicherheit Leute, denen er so fest vertraut hat, dass sie in dem Moment sehr nahe bei ihm gewesen sind. Und von daher würde ich sagen, das Wahrscheinlichste ist, dass Daniel dort in der Nähe von Nebukadnezar vielleicht mitgestanden hat, das mitbekommen hat. Aber wie gesagt, das ist alles in allen Varianten. Vielleicht hat jemand noch eine andere Überlegung. Letztlich Spekulation. Und wir werden die Chance bekommen, ihn das mal zu fragen. Aber das werden wir ein andermal erklären. Also, sehr interessante Fragen. Wer ebenfalls Fragen stellen möchte, hat die Möglichkeit, wir haben es gerade gehört. Und im Internet kann das gestellt werden unter fragen@weltengeschichte.de. Jetzt wollen wir ganz kurz einen Rückblick geben über das, was wir bisher angeschaut haben. Nicht jeder konnte unter der Woche dabei sein oder das mitverfolgen. Und dann werden wir gleich in das Thema starten. Was bisher geschah? Wir haben gesehen, Gott ist die Liebe. Er ist es immer. Und das ist die Gesetzmäßigkeit Gottes. Das ist sein Gesetz. Er schuf die Welten als Ausdruck seiner Kreativität und Liebe. Und alles dort im Universum folgte diesem Gesetz der Liebe, bis jemand das in Frage stellte. Hillel wurde zu Satan, wurde zum Widersacher, startete eine Rebellion, nahm ein Drittel aller Engel, aller Malakim auf seine Seite mit. Gott schuf die Erde und schuf den Menschen als Beweisstück in diesem großen Kampf, dass Gott gut ist und dass er immer gut ist. Aber die Menschheit wurde durch Satan verführt, wie gerade gesagt, indem er die Schlange benutzte. Und Gott entschied sich, die Menschheit nicht aufzugeben. Er holte einen Plan aus der ewigen Schublade sozusagen, einen Plan, die Menschheit zu retten. Und als Zeichen dieses Planes, der sich erfüllen sollte, sollten Opfer gebracht werden. Nach 1656 Jahren ging die alte Welt unter in der Sintflut. Gott berief einen Patriarchen, einen Botschafter seiner Liebe und Güte, den Abraham, dessen Nachfahren endeten in Ägypten als Sklaven, wurden dort zu einem gewaltigen Volk, das Gott im Jahre 2513 aus Ägypten herausführte durch große Zeichen und Wunder, um sie an den Berg Sinai zu bringen, wo er ihnen sein Gesetz, das Gesetz der Liebe, offenbarte. Und nach einiger Verzögerung aufgrund des Unglaubens ist dieses Volk unter der Führung Josuas dann in das Land Kanaan eingezogen. Aber bald schon kam erneuter Abfall. Das Volk ging in ein dunkles Zeitalter hinein, in der viele schreckliche Dinge passierten, bis dann durch das Wirken Samuels, das Volk wieder geistlicher eingestellt worden ist und Könige wie David und Salomo das Volk Israel zu unerhörter Popularität, unerhörtem Reichtum, unerhörter Größe gebracht haben. Doch nach dem Tod Salomos ist das Reich wieder geteilt worden und Israel und Juda existierten nebeneinander. Es kam zum Abfall, wieder durch Götzendienst. Propheten wurden gesandt, viele dramatische Ereignisse. Das Nordreich ging unter dem Ansturm der Assyrer und das Südreich Jahrzehnte später unter der Herrschaft des Großkönigs Nabukodonosor II.
Nebukadnezar, der dann sogar einen gewaltigen Traum hatte und einer der gefangenen Prinzen Daniel in diesem Traum erklärte von kommenden Weltreichen und dem Königreich, das Gott aufstellen würde. Nebukadnezar war sehr beeindruckt von Daniel, aber viel weniger von der Rebellion des Volkes Israels und musste mehrmals Jerusalem angreifen, bis endgültig die Stadt vollkommen vernichtet war. In jener Zeit sandte Gott sehr viele bedeutsame Prophezeiungen, vor allem durch Gabriel, den höchsten aller Engel, der die Position von Heliel eingenommen hatte. Und irgendwann war es auch mit Babylon vorbei, so wie Gabriel vorhergesagt hatte, würde ein anderes Reich kommen. Belsazar, der Vizekönig der letzten Stunde, sah an der Wand die Botschaft, dass das Reich Babylon gewogen und für zu leicht befunden worden ist. Die Meder und Perser übernahmen und gaben dem Volk die Möglichkeit, wieder das gelobte Land, das sie verloren hatten, zurückzubekommen. Die meisten blieben aber in Babylon und nur wenige kehrten zurück und bauten dort den Tempel erneut auf, sehr viel kleiner, als das damals gewesen war, zur Zeit Salomos. Und von denen, die in Babylon blieben, da wurde die Esther ganz berühmt, die wurde nämlich Königin sogar, zur Zeit von Artaxerxes, als der gerade die Griechen angriff und dort schon sichtbar wurde, dass es zum Kampf zwischen Medo-Persien und Griechenland kommen würde. In dieser Zeit war auch Esra aktiv, der die verschiedenen Schriftrollen der Propheten sammelte und den Auftrag erhielt, die Stadt Jerusalem vollständig wieder aufzubauen im Jahre 457 vor unserer Zeit. Ab dem Zeitpunkt begann eine wichtige Prophezeiung, eine Uhr im Himmel zu ticken. Von dort an sollten es noch 483 Jahre bis zu dem kommenden König sein. Und schließlich kam Nehemia, der in nur 52 Tagen das bewerkstelligte, was seit über 90 Jahren brach liegt, nämlich die Stadt aufzubauen. Und an der Stelle haben wir im Jahre 444 vor unserer Zeit aufgehört und werden jetzt gleich weitermachen. Wir wollen mit einem Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass heute Abend wir hier sein dürfen, dass wir heute lernen dürfen von dir. Wir möchten dich bitten, dass wir heute etwas lernen über das Wesen deines Wortes und das Wesen deines Charakters. Und dass wir als veränderte Menschen von hierher gehen. Ich möchte dich bitten, dass durch deinen Heiligen Geist wir verstehen, was dein großer Plan nicht nur mit der Geschichte dieser Welt, sondern auch mit unserer persönlichen Geschichte ist. Dass wir uns wiedererkennen in dem, was passiert ist. Und dass wir durch all das deine Hand erkennen und sehen, dass du alles unter deiner Kontrolle hast. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du zu uns sprechen wirst. Denn du hast verheißen, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Episode 18, die Zeit des Schweigens. Nun stand die Mauer im Jahre 444. Nur 52 Tage hatte es gebraucht und Jerusalem war wieder eine befestigte Stadt. Wieder eine Stadt, die mithalten konnte, die geschützt nun war vor äußeren Feinden. Nehemia hatte das Werk vollendet. Aber er war nicht nur gekommen, um diese Mauer aufzubauen, er wollte das Volk längerfristig prägen. Es gab viele Missstände. Ein Jude unterdrückte den anderen Juden. Und so nahm er sich Zeit und wirkte über viele Jahre als Statthalter jener Region. Im Auftrage der Großkönige von Medo-Persien. Eines hatten die Juden endgültig gelernt. Die lange Zeit in Babylon hatte sie ein für alle Mal kuriert von der Idee, dass Götzen aus Stein und Gold und Silber irgendetwas könnten.
Das Volk Israel hatte lange gebraucht, um diese Lektion zu lernen, mehr als 1000 Jahre. Und wie viel Leid hat es gebraucht, damit es endlich durchsank durch die Gehirne des Volkes Gottes. Von diesem Zeitpunkt an würde es keine Götzen mehr in Israel geben. Aber das Volk war weit davon entfernt, immer den Charakter Gottes wiederzuspiegeln. In ihrem Ansinnen, auf keinen Fall die Fehler der Vorväter zu wiederholen, sonderten sie sich ab. Nicht so, wie Gott das wünschte, sich von der Sünde abzusondern. Sie wurden immer sonderlicher. Und sie erfanden viele menschliche Regeln. Aber was vor allem auffiel, dass sich im Volk Gottes eine gewisse Gleichgültigkeit breit machte. Und so sandte Gott noch einen Propheten. Einen letzten Propheten, und der hieß Malachi, mein Bote. Und dieser Prophet hatte nur eine kurze Botschaft, längst nicht so ausführlich wie Jeschajahu oder Jeremiahu. Aber sie war auf den Punkt. Er begann mit den Worten Gottes an das Volk Israel: Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Diese alte Wahrheit, die seit Jahrtausenden Gott dem Universum offenbarte, die auch die Israeliten immer geglaubt hatten, obwohl sie sie oft vergessen hatten. Aber jetzt hatte sich ein neuer Gedanke breit gemacht. Sie fragten: Worin hast du uns geliebt? Statt die Liebe zu vergessen und Götzen nachzurennen, blieben sie bei Gott, aber waren sich längst nicht so sicher, ob er immer liebevoll mit ihnen gehandelt hat. Das Verhältnis zu Gott war wie eine unterkühlte Beziehung. Sie waren lauwarm geworden in ihrem Glauben. Sie brachten Opfer, die oft nicht so rein und makellos waren, wie das das Gesetz erforderte, und meinten, Gott wird das schon akzeptieren. Und Malachi hat immer wieder versucht, dem Volk deutlich zu machen, was Gottes Plan wirklich ist. Und er kündigte an, dass Gott etwas Großes tun würde. Siehe, ich sende meinen Boten. Ein kleines Wortspiel, Malachi. Der vor mir her den Weg bereiten soll, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzes und wie die Lauge des Wäschers. Ja, Gott liebt sein Volk. Aber seine Liebe ist keine lauwarme Freundschaft. Seine Liebe ist wie das verzehrende Feuer. Es waren oft die praktischen Dinge, an denen man sah, dass das Volk es nicht mehr so genau nahm und ernst nahm mit den Vorschriften, die Gott gegeben hatte. Nur, sie glaubten weder, dass die Opfer immer perfekt sein mussten, noch glaubten sie, dass es wichtig wäre, Gott wirklich den Dank zu geben, der ihm gebührt. Vor allem in dem, was schon Abraham praktiziert hatte, den zehnten Teil des Einkommens Gott zu weihen, waren sie mehr als nachlässig. Malachi warnte sie und ermutigte sie: Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, an, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreiche Fülle herabschütten werde. Das Volk war längst nicht so gesegnet, wie es hätte sein können. Aber sie glaubten nicht, dass das an ihnen lag, sondern suchten den Fehler bei Gott, der vielleicht nicht ganz so liebevoll ist. Und Malachi beendete seine Botschaft mit den Worten: Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Berg Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzung und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Und manch einer, der das hörte und las, wird vielleicht gedacht haben: Elia kommt zurück. Manch einer wusste ja aus den Schriften, dass Elia in den Himmel gefahren war. Kommt er vom Himmel zurück?
Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Und dann schwieg Gott. Er hatte über ein Jahrtausend gesprochen. Und wenn man all die Propheten, die vor den ersten Büchern, die geschrieben wurden, hinzunimmt, dann hatte er seit Jahrtausenden immer wieder durch Menschen gesprochen, die durch seinen Heiligen Geist inspiriert worden waren, durch Seher und Propheten. Aber jetzt schwieg Gott. Hatte er alles gesagt, was zu sagen war? Nach Malachi stand kein weiterer Prophet auf. Aber obwohl Gott nicht mehr redete, obwohl er schwieg, redete er doch. Durch die Worte, die er bereits geredet hatte und die aufgeschrieben worden waren durch die Propheten und die Schreiber der Heiligen Schriften. Sie wurden in dieser Zeit gesammelt. Schon Esra hatte damit begonnen, überall Manuskripte ausfindig zu machen, abzuschreiben, zu vervielfältigen, zu systematisieren und zu lehren. Sie wurden jetzt gesammelt und zusammengebracht in ein Buch. Das Buch der Worte Gottes. Und dieses Buch hatte drei große Teile. Der erste Teil, das war das Fundament, der Eckstein, die Tora. Das, was schon seit Jahrhunderten der Maßstab war für das Leben Israels. Die fünf Bücher, die Mose damals in der Wüste verfasst hatte und die er dem Josua mitgegeben hatte auf dem Weg ins gelobte Land. Das erste, das die ganze Geschichte seit der Schöpfung bis zum Tod Josefs berichtet. Das zweite, der Auszug aus Ägypten bis zur Aufrichtung des Heiligtums. Das dritte Buch, das all die Gesetze des Heiligtums beinhaltet. Das vierte, das den Rest der Wüstenwanderung beschrieb. Und das fünfte, das die Predigtsammlung der letzten Ansprachen Moses hatte. Das war das Gesetz, die Weisung, die Lehre. Neben diesen fünf Büchern kam ein zweiter Teil dazu. Das waren die Neviim, die Propheten. Acht prophetische Bücher wurden dort hinzugezählt. Die Hälfte von ihnen gehörte zu den Neviim Rishonim, den früheren Propheten. Das waren das Buch von Josua, das Buch der Richter Schaftim und das Buch Samuel, das wahrscheinlich oder offensichtlich nicht nur von Samuel geschrieben war, denn es ging von der Geburt Samuels bis zum Tod Davids in einem Buch. Und dann das Buch der Könige von der Zeit Salomos bis zum babylonischen Exil. Die andere Hälfte, das waren die Neviim Acharonim, die späteren Propheten. Und auch hier waren es vier Bücher: Jeschajahu, Jesaja, Jeremiahu, Jeremia und das Buch von Hesekiel. Und dann ein viertes Buch, wo man einfach viele Propheten zusammengefasst hatte. Man nannte es die Zwölf. Nämlich Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephania, Haggai, Zacharia und eben Maleachi wurden in ein Buch zusammengefasst, die zwölf Propheten. Nicht, weil sie weniger wichtiger waren, aber weil sie weitaus weniger geschrieben hatten. Aber viele Propheten hatten gar keine Bücher verfasst. Man fand keine Rolle von Eliahu oder von Elisha. Und dann gab es einen dritten Teil, das waren die Ketuvim. Die Schriften, das waren alle Bücher, die weder Tora noch Propheten waren. Da gab es zum Beispiel die Bücher der Poesie, die poetischen Bücher. Man hatte all die Psalmen, die Lieder, die größtenteils David, aber auch Salomo und andere verfasst hatten, die Tehillim, die Psalmen, in einem Buch, eigentlich in fünf Teilen, in fünf Büchern zusammengefasst. Dann die Sprüche, die Mishlei des Salomo. Und dann natürlich das große Gedicht Hiob, das Mose schon in der Wüste verfasst hatte. Dann gab es die fünf Rollen, sehr unterschiedliches Inhaltes. Das Hohelied von Salomo, das Buch Ruth über jene Frau in der dunklen Zeit, die als Moabiterin so eine wunderbare Rolle gespielt hatte. Dann das Klageliederbuch von Jeremiahu, von Jeremia, der den Fall Jerusalems darin verarbeitet hatte. Das Buch Prediger, der verzweifelte Aufruf des alternden Salomo, das Volk zu warnen vor der Sünde. Und das Buch Esther,
das die Begebenheiten zusammenfasste, die sich erst vor einigen Jahrzehnten abgespielt hatten, dort am Königshof in Medo-Persien. Und dann gab es ein paar Bücher, die konnte man nicht so richtig einordnen. Die kamen ganz ans Ende. Interessanterweise war das das Buch Daniel, das verschlossene Buch. Es war zu verschlossen offensichtlich für die Menschen. Sie verstanden nicht, was er dort sprach von den kleinen Hörnern und langen Zeitprophezeiungen, die so weit gingen, dass kaum einer sie gedanklich nachvollziehen konnte. Und das Buch Esra, zu dem auch die Geschichte von Nehemia damals gehörte, und das Buch Chronik, in dem noch einmal die gesamte Geschichte des Volkes Israels in zusammengefasster Form von Adam, wohl größtenteils dort nur mit Geschlechtsregistern, bis zur Zeit des babylonischen Exils zusammengefasst wurde. Chronik bildet das letzte Buch. Und da war es, der Tanach, das Wort Gottes geschrieben. Gott sprach nicht mehr durch Propheten, er sprach durch die Propheten. Und es sollte sich zeigen, ob das Volk dem geschriebenen Wort vielleicht besser glauben würde als dem gehörten Wort. Das geschriebene Wort hatte ja zumindest diesen Vorteil, dass es ständig da war. Ein gutes Beispiel für die Konstanz Gottes. In jener Zeit blühte die griechische Kultur auf. Vor allem war es Athen, das an Kunst und Kultur alles in den Schatten stellte, was damals existierte. 438 vor unserer Zeit wurde der Parthenon-Tempel vollendet. Und die wirklich eifrigen Studenten der Propheten, die wussten, dass Daniel vorhergesagt hatte, dass das griechische Reich das nächste Reich sein würde. War nicht Athen ein heißer Favorit auf diese Rolle? Vielleicht ist irgendwann mal ein jüdischer Kaufmann auch nach Athen gekommen, hat ihn erzählt von den Prophezeiungen des Daniel. Aber wenn das geschehen ist, dann wird er nur müdes Lächeln geerntet haben. Ein Königreich? Das klingt ja wie vor 400 Jahren. Weißt du nicht, dass wir die Könige längst abgeschafft haben? Die Griechen waren schon zwei Schritte weiter. Königreich, das war archaisch, das war in der Vergangenheit. Bei ihnen herrschte das Volk. Sie nannten es die Herrschaft des Demos, die Demokratie. An ein Königreich Griechenland war nicht zu denken. Nicht nur deswegen, weil immer mehr Städte ihre Könige aufgaben. Sparta hatte noch zwei. Aber weil auch die meisten griechischen Städte niemals auch nur mit der Nachbarstadt zusammenarbeiten würden. Die Griechen liebten ihre Freiheit. Und sie liebten ihre Götter. Mit der Moral hatten sie es nicht so sehr. Das hatten sie ihren Göttern abgeschaut. Und es schien so zu sein, als ob die Prophetie sich geirrt hatte. Niemals würde irgendein Athener einen König über sich dulden. Ganz im Gegenteil. Immer mehr Stadtstaaten, immer mehr von diesen Polis gaben das Königtum auf. Es ging genau in die andere Richtung. Hatte sich Gott geirrt? Und anstatt, dass sich die Griechen zusammentun würden gegen das übermächtige Medo-Persien, hatten sie vielmehr untereinander Streit. Und 431 begannen sie sich brachial zu bekriegen. Der Peloponnesische Krieg brach aus zwischen Athen und seinen Verbündeten und Sparta. Verglichen mit dem riesigen Weltreich Medo-Persien waren sie ohnehin relativ klein. Intellektuell und kulturell waren sie weit überlegen, aber anstatt sich zusammenzutun, bekriegten sie sich bis aufs Äußerste. In jenen Zeiten wurde das Leben sehr brutal, sehr rau. Und insbesondere Athen, das feine Athen, das mit Kunst und Kultur geglänzt hatte, erwies sich als äußerst unbarmherzig. Es kamen zu Kriegsverbrechen fast jedes Jahr. Und in Athen ist fast ein Viertel der Stadtbevölkerung einer schlimmen Pestepidemie gestorben.
vor Sizilien ging dann fast die gesamte athenische Armee verloren. Es war ein Weltkrieg der damaligen Zeit. Medo-Persien selbst war auch längst nicht mehr so stark und glanzvoll wie in den Tagen von Xerxes und Darius. Dariavausch II. Regierte und nach ihm Artaschachsar II. Aber sie war nur noch ein Schatten dessen, was mal gewesen war. Und 404 vor Christus entschied Sparta den Krieg für sich, jene Kämpfer, die immer noch zwei Könige hatten. Aber auch sie konnten gegen Persien nicht viel ausrichten. In jenen Tagen geschah Neues in der Welt. Prominente Griechen fingen an, daran zu zweifeln, ob die Götter, so wie sie existieren, überhaupt ernst zu nehmen sind. Ob das Heil wirklich bei den Göttern liege oder nicht mehr im menschlichen Denken. Der berühmteste von ihnen war Sokrates. Der anfing, alles in Frage zu stellen, einfach nur deswegen, um es in Frage zu stellen. Und das konnten selbst die freiheitsliebenden Griechen nicht akzeptieren und sie zwangen ihn, sich selbst umzubringen. Er hatte eine philosophische Technik entwickelt, die er die Hebammentechnik nannte. Er wollte durch eigene Fragen anderen helfen, ihre eigene Position zu bestimmen. Das war revolutionär. Sein Schüler Platon übernahm sein Gedankengut, formte es zu einer großen Theorie und schrieb das alles auf und natürlich seine eigenen philosophischen Gedanken dazu. Er gründete eine Akademie in 387. Griechische Philosophie, die Weisheitsfreundschaft, die Liebe zur Weisheit wurde weltberühmt. So etwas hatte es noch nicht gegeben. So hatten Menschen noch nie systematisch gedacht. Klug waren sie, die Griechen. Tiefe Denker. In fernen Landen breitete sich unterdessen eine andere, neuartige Religion aus. Die Nachfolger eines gewissen Buddha, dem Erleuchteten, sammelten sich in Mönchsgemeinschaften und Konzilien. Er hatte aus den alten Traditionen seiner Vorväter, der Meditation und der tausenden Göttern, die es dort im indischen Subkontinent gab, eine neue Religion herausdestilliert, in denen es gar keine Götter mehr gab und in denen es nur noch darum ging, nicht mehr zu existieren. Hatte Gott nicht den Menschen geschaffen, um ewig zu leben? Genau das war das, was Buddha nicht wollte. So als ob der Plan Gottes genau in sein konkretes Gegenteil verkehrt werden sollte. Das Ziel des Gläubigen sollte jetzt sein, nicht zu existieren. Das Nirvana war nicht mehr Strafe, sondern Sehnsucht. Der Satan hat es geschafft, den Menschen einzureden, dass ihre Strafe das größte Glück sein würde. Zurück in Griechenland. Sparta konnte seine Vormachtstellung nicht nutzen. Und so kam ein anderer Stadtstaat in das Vorrecht, mächtigster Stadtstaat in Griechenland zu sein. Es war das altehrwürdige Theben. Würden sie es schaffen, die Griechen zu vereinen? Aber auch sie kämpften eher gegen Sparta und Athen und Megara und Korinth. Und nachdem jahrzehntelang die Griechen, die laut Prophetie eigentlich weltreich werden sollten, sich nur selbst bekriegt hatten, schien es, als ob niemand mehr in der Lage wäre, irgendetwas zu tun, um die Hellenen zu vereinen. Es war, als ob eine breite Erschöpfung sich über die gesamte griechische Kultur gebreitet hatte. Und dann geschah etwas, womit niemand gerechnet hatte. Ganz im Norden, so weit im Norden, dass die Bewohner nur noch zur Hälfte man als Griechen bezeichnen konnte. Zur Hälfte waren sie eigentlich Thrakier, Bauern. Sie sprachen einen seltsamen Dialekt. Die Oberschicht war recht gebildet, das waren schon echte Griechen. Aber sie nannten sich selbst lieber die Makedonen. Über Jahrzehnte, Jahrhunderte waren sie ein schwacher Agrarstaat gewesen, der sich nicht messen konnte mit den Fähigkeiten der anderen Griechen.
Immer wieder wurden sie erobert und angegriffen durch die Thrakier im Norden und die Illyrer von der Adriaküste im Westen. Schwache Könige hatten dort regiert, die das Land nie unter Kontrolle hatten, bis ein Philippos, der Pferdefreund, Philippos II., den Thron von Makedonien sich griff. Und er führte Reformen durch. Er organisierte das Heer erneut und er erfand eine neue Technik. Er stattete seine Soldaten mit der 5 Meter langen Sarisse aus und ließ sie in Reihen gestaffelt die makedonische Walze als Phalanx einüben. Damit eroberten sie alle Grenzgebiete. Makedonien erweiterte sich. Die Illyrer wurden besiegt. Die Thraker wurden besiegt und bald griffen sie auch weiter nach Süden und eroberten eine griechische Stadt nach der anderen. Schon bald war Thessalien mit der berühmten Reiterei unter ihrer Kontrolle. Und 337, als endlich die stolzen griechischen Städte verstanden, was auf dem Spiel stand und sie sich alliiert hatten, Theben und Athen, wurden sie von der makedonischen Walze niedergewalzt. Plötzlich waren die verachteten Makedonen die Vorherrschenden, die Vorherrscher in Griechenland. Und sie trafen sich in Korinth, die Makedonen, und luden all die Vertreter der Stadtstaaten ein und sie schlossen dort einen Bund. Alle anderen mussten zwangsläufig zustimmen, wenn sie nicht wieder niedergewalzt werden wollten von der Sarissa des Philippos II. Und in diesem Bund unter dem König Philippos beschloss man, nach all der Zeit doch noch Rache zu nehmen an den Persern, die damals unter Xerxes die Akropolis verwüstet hatten. Und ein Feldzug wurde geplant. Und jetzt schien es plötzlich unerwartet so zu sein, als ob die Prophezeiung sich doch erfüllen würde. Ein König. Doch Philippos wurde ermordet. Und er hatte nur einen jungen Nachfolger. Kaum einer traute ihm etwas zu. Aber sie sollten ihn bald kennenlernen. 336 kam er auf den Thron. Sein Name war Alexandros der Dritte. In Makedonien war er schon ein Held. Schon als Jugendlicher hat er als Vizegeneral an der Seite seines Vaters gekämpft. Mit seinen Gefährten war er ein gefürchteter General der Kavallerie. Und schnell zeigte er, was in ihm steckte. Die altehrwürdige Stadt Theben wurde dem Erdboden gleichgemacht. Und schon zu Lebzeiten nannten sie ihn Alexandros Hormegas. Alexander der Große war ein Schüler von Aristoteles, der wiederum ein Schüler von Platon gewesen war und zu dieser Zeit seine eigene Schule in Athen gründete. Große, gigantische, philosophische Ideen wurden in jener Zeit in die Welt gebracht. Just in jener Zeit bekam Persien auch nochmal einen neuen König, Dariavosch den Dritten. Und dann machten sie sich auf den Weg. Alexander hatte die Griechen erneut versammelt in Korinth, hatte den Bund erneuert und von allen griechischen Städten kleine Kontingente mitgenommen. Das Gros seiner Armee war natürlich die berühmten Makedonen. Einige hatten ihn noch warnen wollen und hatten mit geografischen Karten gezeigt, wie groß das Persische Reich ist und wie klein Griechenland. Aber Alexander war ein spezieller Mensch. Er war eigentlich nur ein Halbmakedone. Seine Mutter war aus dem Stamm der Molosser aus Epirus im heutigen Albanien. Und sie war eine äußerst böse Frau. Von ihr heißt es, dass sie oft nachts mit einer Schlange im Bett schlief. Weswegen Philipp schon glaubte, dass Alexander vielleicht der Sohn von Zeus sein könnte. Und sie hatte in all den Jahren ihrer Erziehung dem Kind eine Sache eingebläut: dass er ein großer Eroberer sei und die ganze Welt erobern sollte. Sie hatte ihn spielen lassen mit Kriegsspielzeug sein Leben lang. Und jetzt kam die Gelegenheit. Im Jahre 334 zog er mit seiner Armee gen Asien, überquerte den Hellespont, nahm einen Speer und warf ihn auf das gegenüberliegende Ufer. Dort
an den Ruinen von Troas, dem alten Troja. Mit dem Speer wollte er Asien erobern. Schon bald kamen die ersten Satrapen, die Statthalter Persiens in Kleinasien, formierten eine Armee und stellten sich ihm entgegen. Am Granikos kam es zur ersten gewaltigen Schlacht. Alexander war nicht wie Xerxes damals, der auf einem Thron saß und zuschaute, wie die Armeen kämpften. Nein, er kämpfte an vorderster Front und wäre schon in jener Schlacht beinahe gestorben, wenn nicht ein Freund von ihm gerade im letzten Moment den Todeshieb verhinderte, indem dem Perser der Arm abgeschlagen wurde. Alexander hatte kühne Ideen. Er wusste, dass sein Geld knapp war und deswegen entschloss er sich, die gesamte Flotte nach Hause zu schicken, obwohl die Perser eine noch viel gewaltigere Flotte hatten. Und als seine Generäle ihn fragten, wie er sich vorstellte, den Krieg zu gewinnen ohne Flotte, wenn die Perser 300 Schiffe hatten, hatte er eine klare Antwort. Er sagte, wir werden die Küste Kleinasiens durchziehen, wir werden jeden Hafen einnehmen, sodass sie nirgendwo mehr halten können. Das haben sie getan. Und irgendwann merkte Dariawosch der Dritte, dass dieser kleine Eindringling, dieser makedonische Jüngling, gefährlicher war, als man sich das vorgestellt hatte. Er kam selbst höchstpersönlich mit der persischen Armee. Und im Norden Syriens, bei Issos, ein Jahr später, kam es zur Schlacht, die Alexander beinahe verloren hätte. Doch dann floh Darius, weil er Alexander ihm nachsetzte. Und die Perser wurden geschlagen. Da Alexander zog weiter die Levante-Küste am Mittelmeer entlang. Und er kam nach Tyros, das nach der Prophezeiung ja zerstört werden sollte, aber das Nebukadnezar nur auf dem Landteil vernichtet hatte. Und er wollte die Stadt erobern, aber der Teil, der noch stand, der war im Meer auf einer Insel, 800 Meter vom Festland entfernt. Was sollte er tun? Die Bewohner Tyros machten keine Anstalten, zu ihm zu kommen, also musste er zu ihnen. Und er nahm die Steine, die Ruinen des alten Tyros, das Nebukadnezar zerstört hatte, und legte mit den Ruinen einen Weg in das Mittelmeer. Er hatte keine Ahnung, dass Generationen zuvor ein Prophet namens Hesekiel gesagt hatte, dass die Ruinen Steine von Tyros ins Meer geworfen werden würden, um die Stadt zu vernichten. Es war seine größte militärische Leistung. Und just als er dort war, so erzählt es zumindest ein späterer Geschichtsschreiber, die Propheten haben darüber nichts geschrieben, denn Gott hat ja geschwiegen in jener Zeit, dass er auch in Jerusalem, vorbeikam. Und da die Menschen in Jerusalem gesehen hatten, was er mit Städten auf den Inseln tun kann, wussten sie, was er mit Städten tun kann, die auf dem Festland stehen. Und sie ahnten, dass man sich besser mit ihm auf guten Fuß stellen sollte. Die Geschichtsschreiber berichten, dass als er Jerusalem näher kam, eine Delegation an Priestern aus der Stadt kam. Und er sei von seiner Armee vorangeritten, vom Pferd gestiegen und habe sich einschließen lassen von den Priestern Jerusalems. Und die haben ihn, so sagt man, in den Tempel geführt, in einen kleinen Tempel, der aufgebaut worden war zur Zeit von Serubabel. Und dort hat man ihm die Schriftrollen gezeigt. Aber nicht die Schriftrollen der Tora und nicht die Schriftrollen der Neviim, sondern dieses ein bisschen ungeliebte Buch, das man so ganz an den Rand gesetzt hatte, das Buch Daniel, das war jetzt plötzlich sehr hilfreich. Denn dort hatte ja Daniel prophezeit von dem ersten König über ganz Griechenland, der kommen würde, um die Perser zu besiegen. Alexander war ziemlich beeindruckt. Und er zog weiter, eroberte Gaza und ließ sich in Kemet in Ägypten zum Pharao krönen. Und dann machte er sich auf den Weg. Darius hat ihm mittlerweile angeboten, er könne die Hälfte des Königreiches haben. Das haben persische Könige öfter angeboten, nicht wahr? Die Esther hatte das ja auch schon als Angebot bekommen. Aber diesmal war es wirklich ernst gemeint. Eine persische Prinzessin war mit im Angebot inkludiert. Aber Alexander sagte, ich will das Reich erobern. Mich interessiert nicht die Hälfte. Und so nahm er seine Armee und zog über den Euphrat. Und jetzt ging es dem Darius an den Kragen. Er zog
alles zusammen, was sich im restlichen persischen Reich noch befand. Und die Schreiber der Geschichte sagen, dass als die nicht allzu große Armee Alexanders auf das Heer der Perser traf, da sei über kilometerweise der Wüstensand schwarz gewesen, so viele seien es gewesen. Und selbst die wackeren, kampferprobten Makedonen haben gezittert, als sie zum ersten Mal in ihrem Leben Elefanten sahen, die aus den östlichsten Reichsteilen vom Indus geholt worden waren, Kriegselefanten. Und Alexander musste dem Gott der Angst opfern. Aber auch dort, 331 in Gaugamela, wie durch ein Wunder, siegte Alexandros Hormegas, Alexander der Große. Das persische Reich war in sich zusammengefallen. Das hätte niemand für möglich gehalten, aber Gott hatte es längst gesehen und aufschreiben lassen. Und Alexander zog ein in Babylon. Noch einmal sollte diese alte Metropole zu Glanz kommen. Er plante wohl wahrscheinlich, es zu seiner neuen Hauptstadt zu machen. Und weiter jagte er dem flüchtenden Darius nach, durch das Zagrosgebirge, in das Kernland der Perser, in die Persis. Und Persepolis wurde eingenommen und Medien. Und irgendwann wurde Darius durch seine eigenen Leute umgebracht. Aber Alexander zog noch weiter. Er zog am Kaspischen Meer entlang, er zog durch die Wüsten bis an die Grenze des Himalaya nach Sogdien und nach Baktrien, bis am Jaxartes, den Skythen, den wilden Reitern der Steppe gegenüberstand. Er wollte noch weiter nach Osten. Er hatte gehört von seinem Lehrer Aristoteles, dass dort ganz am Ende der Welt, am Rand der Welt, seltsame Völker leben. Er wollte sie erobern. Aber als in der Zeit des Monsun ein tropischer Fluss nach dem anderen durchquert werden musste, um durch Indien zu ziehen, haben seine Soldaten irgendwann gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Und Alexander konnte ja schlecht alleine Ostindien erobern. Und er hat ihnen gesagt, dort, ich weiß, da gibt es fremde Königreiche. Aber sie wollten keinen Schritt mehr gehen und er musste sie zurückführen. Zur Strafe hat er sie durch die heißeste, trockenste Wüste geführt, die er finden konnte. Und mehr Soldaten sind gestorben auf dem Rückzug als in allen Schlachten zusammen. Alexander eroberte die ganze Welt, aber einen konnte er nicht erobern und das war er selbst. Seinen besten Freund hatte er im Suff erstochen, weil der gewagt hatte zu sagen, dass ohne seinen Vater Philippus all das nicht möglich gewesen wäre. So stolz war er, wenn es jemals jemanden gab, der die Prinzipien des Satan so offensichtlich in der Politik umgesetzt hat, dann war es wohl Alexander der Große. Er hatte die Welt erobert. Und als er zurückkam nach Babylon und Pläne machte, auch noch die arabischen Stämme anzugreifen, starb er, noch bevor sein Reich richtig angefangen hatte zu blühen. Manche sagen, er starb an einer Überdosis Alkohol. Wie dem auch sei. Er hatte keinen echten Nachfolger. Sein Stiefbruder war geistig behindert. Sein Halbbruder war geistig behindert. Sein Sohn Herakles war unehelich. Und sein ehelicher Sohn war noch nicht einmal geboren. Und auf dem Todesbett liegend im Jahre 323 sagte er etwas sehr Dummes. Er sagte, der Stärkste, der Beste soll mein Reich übernehmen. Und alle makedonischen Generäle glaubten, sie seien angesprochen gewesen. Es wurde eine babylonische Reichsordnung verfasst. An die hielt man sich einige Monate und bald gingen die Kriege los. Daniel hatte vorher gesehen, dass dieser schnelle Leopard, der die Welt erobern würde, vier Köpfe hat. Dass das, wenn das erste Horn des Ziegenbocks zerbricht, dass vier Hörner an ihrer Stelle sein würden. Aber erst waren es mehr 20
und dann 8 und 7 und es war ein totales Durcheinander. Schließlich blieb noch einer übrig, der das Reich komplett einen wollte, Antigonus. Doch er wurde vernichtet 301 in der Schlacht bei Ipsos. Und 4 Generäle, Ptolemäus, Seleukos, Lysimachos und Kassander, teilten sich das Reich endgültig in 4 Teile auf. Genauso, wie es Daniel damals hatte aufgeschrieben. Lange hat diese Aufteilung nicht gehalten. Schon bald fingen sie an, sich zu bekriegen. Vor allem Kassander verlor sein Reich sehr schnell. Lysimachos ist später auch untergegangen. Größtenteils waren es die Seleukiden und die Ptolemäer, die die Zeit der Diadochen überherrschten, der Generäle. Und in jener Zeit ist am westlichen Mittelmeer Neues entstanden. Da war die kleine Stadt Rom, die immer größer wurde und die sich brüstete, schon seit ewigen Zeiten keinen König mehr gehabt zu haben. Senatus populusque Romanus, der Senat und das Volk Rom. Aber zu jenen Zeiten waren sie noch relativ unbedeutend, eine Mittelmacht, die in Mittelitalien manche Stämme, die Latiner und die Etrusker und die Samniten, unter Kontrolle hatte. Viel bedeutsamer war die Handelsmacht des Westmittelmeeres, Karthago. Auf Deutsch neue Stadt, man hätte auch die Stadt Neustadt nennen können. Und das waren waschechte Phönizier, auf Deutsch, es waren ethnisch 100%ige Kanaaniter, die dort eine neue Siedlung gegründet hatten. In jenen Tagen brach vieles zusammen und Neues brach an. Ganz oben im Norden, dort wo laut Herodot nur ewige Finsternis war, wo es kalt war, denn da entschlossen sich Volksstämme, die gehört hatten von dem Reichtum und der Kultur des Mittelmeerraumes, auch mal etwas davon abzubekommen. Es waren die Keltoi, die Kelten. Und sie überrannten Griechenland. Und einige von ihnen wurden sogar angeworben als Söldner von Diadochenkönigen Kleinasien und entschieden sich zu bleiben und nannten sich später die Galatei, die Galater. Und siedelten dort in der Mitte Kleinasiens. Doch zwischen Rom und Karthago brodelte es. 264 kam es zum Krieg. Und die Malakim im Himmel, die werden wohl notiert haben, diesen Krieg hätte es nie gegeben, wenn Israel treu gewesen wäre zur Zeit von Josua und danach. Dann hätte es nie einen Karthago gegeben. 23 Jahre ging der Krieg und Rom eroberte nicht nur Sizilien, sondern andere wichtige Inseln des Mittelmeeres von den Karthagern. In jener Zeit sind noch einmal die Diadochen sehr stark geworden, vor allem Antiochos III., der Seleukide. Und in jener Zeit geschah etwas, was die Welt ebenfalls für immer beeinflussen sollte, ganz, 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 ganz weit im Osten. An einem Ort, von dem wahrscheinlich nicht einmal Alexander gewusst hat, dass es den gibt. Aber wo schon seit Jahrhunderten mächtige Reiche miteinander gekämpft hatten, wurden diese Reiche im Jahre 221 zu einem Reich zusammengefasst. Und der Qin Xianghuangdi, der erste erhabene Gottkaiser von Qin, das Reich, das Kaiserreich China, entstand. Und er regierte mit eiserner Hand und er ließ alles, was die alte Zeit noch bedeutet, also was von der alten Zeit übrig war, vernichten. Und in seiner Zeit sind viele Aufzeichnungen über die Entstehung der chinesischen Reiche und die Religion der damaligen Zeit, von der wir wissen, dass damals, wie wir gesehen haben in einer anderen Episode, viel Wissen von der Genesis noch gewesen war. All das ließ er vernichten. Die Lehre von Kongzi, von Konfuzius, wurde jetzt Staatsreligion im Osten. Und Rom hatte Blut geleckt. Wieder ging es gegen Karthago. Diesmal ging es um den Einfluss im äußersten Westen, in der Iberischen Halbinsel. Es ging um Spanien. Und die Karthager sandten ihren besten Mann, Hannibal. Baal ist gnädig. Sie beteten immer noch zu demselben Gott, vor dem sie schon die Israeliten niedergebeugt hatten. Sie brachten immer noch dieselben Menschenopfer. Und Hannibal
brachte es fertig, die Kriegselefanten über die Westalpen zu bringen, obwohl die meisten von ihnen im Schnee starben. Und er wurde zum Schrecken des Römischen Reiches und besiegte die Römer mehrfach in Italien, vernichtend. Aber irgendwie konnte man das Römische Reich nicht in die Knie zwingen. Sie waren wie ein Stehaufmännchen. War es die Hand Gottes, die schon längst den Aufstieg eines vierten Weltreiches vorhergesagt hatte? Um 200 vor Christus waren es vor allem noch die Ptolemäer und die Seleukiden, die im Zentrum der damaligen Welt regierten. Der Osten war längst verloren gegangen, die Parther waren mittlerweile eingedrungen von Norden. Und einige Griechen hatten ganz im Osten, dort am Hindukusch und in Indien, eigene griechischsprachige Reiche eröffnet, die aber irgendwann im Nebel der Geschichte verschwunden sind. Und Rom, als Karthago endlich erneut besiegt war, wandte sich jetzt dem Ostmittelmeerraum zu. 191 wurden bei den Thermopylen, dort wo damals Leonidas die Perser aufgehalten hatte, wurden die Seleukiden besiegt. Und 168 wurde Makedonien vernichtet und Rom stand plötzlich als neue Weltmacht da. Und es war fast so, als ob der Satan verhindern wollte, dass diese so offensichtliche Prophetieerfüllung bemerkt werden würde. Er wusste ja, dass ein viertes Reich vorhergesagt war, ein viertes Reich, das das Volk unterdrücken würde. Aber das vierte Reich war nicht mit Namen vorhergesagt. Gab es eine Chance, vielleicht die Prophetie aus Leo auf eine falsche Fährte zu locken? Ein Jahr nachdem Rom Weltmacht wurde, war ein kleiner, fast unbedeutender Seleukidenkönig, Antiochos IV. Epiphanes, dabei, das Volk Israel schwer zu bedrücken. Er ließ den Tempel entweihen, ein Schwein auf dem Altar opfern. Und er wollte die Juden zwingen, jetzt den griechischen Göttern zu opfern. Und manch einer glaubte in ihm schon das vorhergesagte kleine Horn, das schreckliche Tier erblickt zu haben. Aber nein, das war er nicht. Als er in Ägypten mitmischen wollte, da konnte der römische Gesandte diesen König treffen und einen Kreis um ihn ziehen in den Sand und sagen, in dem Moment, wo du den Kreis verlässt, hast du Krieg mit uns. Er war nur ein kleiner König und bald erledigt. Aber gegen ihn standen die Juden auf. Es kam zur Revolte, die Makkabäer, die mit dem Hammer schlagen. Die sagten sich los. Der Tempel wurde neu geweiht. Im Jahre 165, man erfand das Chanukka-Fest zur Ehre dieser Neueinweihung. Und die Juden, die rebelliert hatten gegen das Joch der Seleukiden, gründeten eine eigene Königsherrschaft, die Königsherrschaft der Hasmonäer. Und obwohl es vielleicht nicht von größtem Interesse ist, da wir schon Weltengeschichte durchgehen, sei vermerkt, dass im Jahre 153 vor unserer Zeit der Kalender umgestellt wurde, sodass die Römer ab diesem Zeitpunkt, ab dem 1. Januar, das Jahr begannen. 146 wurde Korinth eingenommen, jetzt war ganz Griechenland unter römischer Kontrolle und auch Karthago wurde endgültig zerstört. Niemand konnte ihnen mehr die Stirn bieten. Da begann Rom in eigenen Bürgerkriegen auseinanderzubrechen. Jahrzehnte ging das so, Partei gegen Partei, bis 82 vor unserer Zeit Sulla Diktator wurde. Bis dahin hatte Rom es fertiggebracht, ein Weltreich zu gründen, auf der Basis, dass niemand länger herrschen darf als ein Jahr. Es gab eine ständige Rotation, die Konsuln und all die verschiedenen Ämter. Niemand durfte länger als ein Jahr regieren und musste seinen Platz immer wieder aufgeben. Das hatte offensichtlich enorme Stabilität gebracht. Aber jetzt brachen diese Prinzipien weg. Nach ihm kam einer der größten Generäle der ganzen römischen Geschichte, Gnaeus Pompeius Magnus. Und er eroberte weite Teile des westlichen Asiens, des Ostmittelmeerraumes. Und unter seiner Zeit geriet auch das gelobte Land Israel unter römische Kontrolle.
Aber einer war noch erfolgreicher als er. Ein General war noch bekannter und berühmter. Julius Caesar, der 58, begann weite Teile Galliens zu erobern und das Reich enorm zu vergrößern. Als er zurückkehrte und den sprichwörtlichen Rubikon überschritt, brach erneut Bürgerkrieg in Rom aus. Er ließ sich zum de facto Alleinherrscher machen und hätte vielleicht lange geherrscht, wenn ich am 5. März in den Iden des März 44 von Brutus ermordet worden ist. In jenen Tagen bekam Juda einen König. Sein Name war Gaius Julius Herodes. Er war eigentlich streng genommen kein Jude. Er war ein Nabatäer, Nachfahren der Edomiter. Und das war ein Dorn im Auge aller Juden. Kein Fremdling durfte König sein über Juda. Er war zwar Jude der Religion nach, weil die Edomiter, die Nabatäer seit den Tagen der Hasmonäer mit einverleibt worden waren, aber sie hassten ihn. In seiner Zeit hatte sich das religiöse Leben sehr verändert im Vergleich zur Zeit von Maleachi. Die Oberschicht der Priester war sehr weltoffen geworden. Sie nannten sich die Sadduceer, die Sadduzäer, vielleicht nach dem alten Priester Zadok zur Zeit von David. Sie liebten die griechische Philosophie und sie hielten manches in der Tora und den übrigen Schriften für etwas übertrieben. Totenauferstehung? Wirklich? Ganz schöne Geschichte. Sie hatten sich ein Beispiel genommen an Sokrates und Platon und anderen, die auch kritisch die Mythologie der Alten hinterfragt hatten. Malachim? Engel? Gibt es die wirklich? Ihnen war es daran gelegen, gute politische Beziehungen zu haben. Und sie regierten über den religiösen Bereich mit Intrigen und mit Geld. Andere haben sich davon angewidert abgewendet. Sie wollten heilig leben. Sie wollten es ganz richtig machen, richtiger als richtig, um ja zu verhindern, dass jemals eine Katastrophe entstand, wie damals zur Zeit von Nebukadnezar. Sie nannten sich die Perushim, die Abgesonderten. Es waren meistens nicht die Führer des Volkes, es waren eher die einfachen Priester und Leviten und andere, die sich religiös besonders weihen wollten. Die hatten viele Regeln aufgeschrieben. Manchen ging das nicht weit genug. Manche glaubten, das Volk sei so lauwarm, so abgefallen, obwohl sie keine Götzen mehr anbeteten, dass sie meinten, man könne nicht mehr in Israel leben. Jedenfalls nicht unter der bewohnten Zivilisation. Man müsste sich ganz, nicht nur innerlich, sondern vollständig physisch absondern. So gingen die Essener in die Wüste und lebten bei Qumran und anderswo, hatten ihre eigenen Siedlungen und taten viel Gutes, die Schriften der Propheten immer wieder abzuschreiben und zu vervielfältigen. Und dann gab es noch eine Gruppe. Die waren längst nicht so abgehoben wie die Essener. Die waren etwas tatkräftiger. Sie nannten sich die Kanai, die Eiferer. Griechisch Zelotes, die Zeloten. Und sie nannten sich deswegen Eiferer, weil ihr großes Vorbild war Phineas, der damals, als die Moabiter kamen, die Moabiterinnen, auf Ratschlag von Bileam, der hatte doch einen besonderen Segen empfangen, weil er so für Gott geeifert hatte, oder? Wie war das nochmal? Hatte er nicht einen Speer genommen und den Israeliten und die moabitische Frau durchstochen? Besteht nicht der wahre Eifer darin, mit Waffengewalt dem Unheil zu wehren? So trugen sie stets einen Dolch dabei. Und manches Attentat ist von ihnen verübt worden im Namen Gottes. Das Chaos in der römischen Politik ging weiter. Und im Jahre 31 wurde auch das letzte Diadochenreich der Ptolemäer römisch. Es würde zu weit führen, all die Intrigen, die um die letzte Königin Kleopatra geschahen, hier auszuführen. Aber Fakt ist, dass Gaius Octavius jetzt alleine die Herrschaft über ein sich gigantisch ausgebreitetes Weltreich hatte.
Und 4 Jahre später wurde ihm vom Senat der Ehrentitel Augustus angetragen, der Erhabene. Den nahm er gerne an. So wurde er berühmt. Offiziell blieb das Reich eine Republik, der Senat. Aber de facto war es jetzt ein Kaiserreich. Die Zeit war abgelaufen. Die Jahrhunderte waren vergangen. Der Satan wusste, er wird bald kommen, der Friedefürst. Er konnte es sich nicht erlauben, vor den Welten dieses ständige Bürgerkriegsspektakel, dieses Morden und Abstechen weiterzutreiben, was seit Jahrhunderten auf dieser Welt existierte. Und so kehrte plötzlich, fast unerklärlich, fast in der gesamten zivilisierten Welt, ein merkwürdiger Friede ein. Die Pax Romana, der römische Frieden. Lag es vielleicht an der guten Führung Roms? War das römische Prinzip vielleicht der Garant für Frieden und Glück? 10 vor unserer Zeit ist dann der Tempel eingeweiht worden. Herodes, der König, der verhasste König, wollte sich beim Volk beliebt machen. Nicht nur hat er viel Geld ausgegeben, um die oft angeschlagenen Olympischen Spiele in Griechenland zu retten, er hat den kleinen Tempel, mit dem man sich nicht groß brüsten könnte, zu einem der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der ganzen antiken Welt gemacht. Gigantisch groß, der Stolz der Nation. Und kaum war er eingeweiht, geschah Wichtiges in diesem Tempel. Etwa 4 Jahre später, die genaue Zeit lässt sich nicht mehr genau rekonstruieren, da gab es einen Priester. Sein Name war Zacharia. Aber wir kennen ihn heute mehr über seinen griechischen Namen Zacharias. Er war verheiratet mit Elisheba oder Elisabeth. Und die Arme konnte keine Kinder kriegen. Es war zu jener Zeit, dass es an seiner Reihe war, im Tempel zu dienen. Und als das Los geworfen wurde, wurde er beauftragt, den Dienst im Tempel durchzuführen. Und er ging hinein, wie Priester vor ihm hineingegangen waren, in den Tagen und Wochen und Monaten und Jahren zuvor. Er war stolz, diesem großen, gigantischen Heiligtum den Dienst verrichten zu dürfen. Wer weiß, ob er noch einmal im Leben diese Chance bekommen würde. Und es war die Chance seines Lebens. Während er den Weihrauch dort opferte und all das tat, was getan werden musste, was ein guter Priester so machte, bemerkte er, dass neben dem Altar auf der rechten Seite, und ihm war nicht gleich aufgefallen, dass es die rechte Seite war, ein Malak stand, ein Engel. Und der sagte gewaltige Dinge zu ihm. Er sagte zu ihm, dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligem Geist wird erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Zacharia war Priester genug, er kannte die Schriften in- und auswendig. Er wusste, seine Geschichte war ja recht ähnlich mit vielen Geschichten. War das nicht so ähnlich wie die Geschichte von Schimson, dem großen Richter? War das nicht so ähnlich, seine Geschichte, wie die von Abraham und Sarai? Erstaunlich. Und dann sagte der Engel, und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Das klang unmissverständlich nach dem, was der letzte Prophet Maleachi gesagt hatte. Würde Gott seine Verheißung wahrmachen? Gott hatte fast 4 Jahrhunderte geschwiegen. Und jetzt stand dieser Engel im Tempel in Jerusalem, in der heiligen Stadt, am heiligen Ort und erklärte dem Lehrer des Gesetzes, was geschehen würde. Aber Zacharia sagte, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Man kann sich vorstellen, wie im Himmel die Engel sich entsetzt an den Kopf fassten. Du bist ein Lehrer des Gesetzes. Kennst du nicht die Geschichte von Abraham
und die Geschichte von Isaak und die Geschichte von Jakob und die Geschichte von Manoach und all die anderen Geschichten, wo Frauen, die keine Kinder kriegen konnten, Kinder bekommen haben. Und jetzt sagte der Engel, wer er war. Er war kein geringer als Gabriel selbst. Der, der bisher, soweit wir wissen, nur dem Daniel erschienen war. Für diese gewaltigen Prophezeiungen des kommenden Königs. Und der Engel sagte ihm, dass er, Zacharias, stumm sein würde, bis all das geschehen war. Draußen haben die Menschen gebetet, ihre Lieder gesungen und gewartet, dass der Priester endlich kommen würde. Es war schon etwas spät geworden. Manch einer murmelte, die Gottesdienste werden auch immer länger hier. Er kam und kam nicht. Und dann kam er. Endlich. Und sie machten sich alle bereit, den Segen zu hören. Sie wussten ja schon, wie das geht. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und so weiter. Aber da kamen keine Worte. Er redete überhaupt gar nicht. Aber sein Angesicht leuchtete. Sein Angesicht leuchtete. Das, was immer so als Formel nach dem Gottesdienst gesagt wurde, wurde nicht gesagt, aber es war sichtbar. Und er machte Zeichen und erklärte von dem großen Engel, Gabriel, der zu ihm gesprochen hatte mit einem Kind. Und 6 Monate später, irgendwo im Himmel, bekam Gabriel erneut den Auftrag. Er sollte noch einmal eine wichtige Botschaft bringen und er fragte, ob er wieder nach Jerusalem gehen sollte, zur Hauptstadt. Ihm wurde gesagt, nein, nicht nach Judäa. Weiter in den Norden. Dort, wo mehr Heiden und Juden zusammen gemischt leben, nach Galiläa. Ah, in die Hauptstadt, oder? Nein, nicht in die Hauptstadt. In die Berge. Ein kleines Bergdorf. Nazareth. Zu einem alten Mann? Nein, zu einer jungen Frau. Und er erschien ihr, der Engel Gabriel, der bisher Daniel erschienen war und einem Priester. Er erschien dieser jungen Frau und ihr Name war Mirjam. Mirjam. Griechisch Mariam, was zu Maria wurde in unserer Sprache. Aber sie hört auf den Namen Mirjam. Und er sprach zu ihr, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Sie wusste gar nicht, wie ihr geschah. Und er ging gleich weiter und sagte, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Fast dieselbe Formel wie 6 Monate zuvor. Und zumindest Zacharias wird gemerkt haben, dass es dieselbe Formel war, die schon dem Abraham gesagt worden war. Aber da war ein Problem. Sie war zwar schon verlobt, aber sie war noch nicht verheiratet. Und sie fragte ganz unschuldig, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß. Und die Engel im Himmel sagten, du hast vollkommen recht, so einen Fall hat es wirklich noch nie gegeben. Aber Gabriel sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Vielleicht erinnerte sie sich, als sie mal in der Synagoge gehört hatte aus den Schriften des Propheten Jeschajahu, dass Gott ein Zeichen machen würde, dass die Jungfrau schwanger werden würde. Und sie sagte, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Und jetzt waren alle Welten erstaunt. Da war der Priester, der das Gesetz kannte, ein alter Mann im Tempel in der Stadt Jerusalem, der in einem Fall, den es schon mehrmals gegeben hat in der Bibel, nicht glaubte. Und hier war eine junge Frau in einem Gebiet, das mehr heidnisch als judäisch war. Das auf eine Sache, die niemals zuvor geschehen war, mit simplem Glauben reagierte. Und der Engel hat ihr auch gesagt, dass ihre Verwandte Elisabeth auch schwanger war, die im Bergland
in Judäa lebte. Und so machte sie sich auf den Weg, voller Freude, um mit ihr diese Nachricht zu teilen. Und so zog sie über die Hügel, die grünen Hügel, Hügel auf und Hügel ab. Und Hügel auf und Hügel ab. Und Hügel auf und Hügel ab. Und während sie Hügel auf und Hügel abzog, dort in der Nähe des Thrones Gottes, an den Orten der Ewigkeit, während Maria Hügel auf und Hügel abzog, hörte man eine Stimme, eine mysteriöse Stimme, eine Stimme, in der die Gedanken der Ewigkeit zusammenflossen in einen Satz. Siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben. Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Und dein Gesetz ist in meinem Herzen der Plan der Ewigkeiten. Sollte sich materialisieren. Gott hatte geschwiegen, 400 Jahre lang. Aber vielleicht hatte er nicht geschwiegen, vielleicht hatte er 400 Jahre lang Luft geholt, um einmal alles zu sagen. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er, der zweite, Michael, das Wort Gottes, der von Ewigkeiten da war. Das Wort wurde Fleisch. Und die Engel und die ungefallenen Welten, vielleicht sogar der Satan, waren völlig überrascht. Da war der Schöpfer des Universums, der Gott der Ewigkeit, ein paar Zellen groß und ließ sich von dem Geschöpf, das er geschaffen hatte und in dem Moment sogar am Leben erhielt, selbst am Leben erhalten. Er wurde eins mit dem Menschengeschlecht. Wie das geschehen war, konnte sich niemand erklären. Aber der Gott der Ewigkeit hatte sich abhängig gemacht von seinen eigenen Geschöpfen. Sich so klein gemacht, so verletzlich, dass die Engel hofften, er würde bald geboren werden, dass alles gut geht. So ist Gott. Und Maria reiste noch immer Hügel auf und Hügel ab. Und als sie ankam bei Elisabeth, die bereits einen relativ sichtbaren Bauch hatte, da musste sie sich auf den Bauch fassen, weil da boxte jemand und bewegte sich. Der Embryo, das Ungeborene im Bauch der Elisabeth hatte bereits eine Ahnung, wer da im Bauch der Maria war. 3 Monate blieb Miriam Maria bei ihrer Verwandten. Und sie sang ein Lied, meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. 3 Monate war sie dort. Und als es Zeit wurde für Elisabeth, das Kind zu gebären, zog sie sich wieder zurück und reiste zurück bergauf, bergab. Nicht mehr so schnell, sollte ja dem Kind nichts passieren. Sie gingen wieder zurück in das Bergland von Galiläa. Und währenddessen wurde dem Hügelland von Judäa
das verheißene Kind geboren, das der Engel Gabriel im Tempel angekündigt hatte. Und alle Verwandten kamen zusammen. Und als die Mutter Elisabeth sagte, es würde Johannan heißen, Johannes, da schütteln alle mit dem Kopf, niemand heißt in unserer Verwandtschaft so oder in deiner Verwandtschaft so. Das ist gegen die Tradition. Wir können ja nicht alle neumodischen Sachen machen, die die Römer und Griechen hier mit ins Land bringen. Neue Namen, wo gibt es denn sowas? Aber der Vater, der schrieb auf einer Tafel und sagte, sein Name muss Johannes sein. Und an dem Zeitpunkt konnte er wieder reden. Die Zeit des Schweigens war für ihn vorbei. Und die Menschen waren außer sich über das, was sie sahen. Und sie fragten sich, was wird wohl aus diesem Kind werden? Und Zacharias, vom Heiligen Geist inspiriert, rief aus und schrieb es auf, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Und dann wandte er sich zu diesem kleinen Säugling, zu Johannan. Und unter Inspiration des Heiligen Geistes sagte er zu ihm, und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten. Unterdessen war Miriam, Maria, angekommen zu Hause. Sie war verlobt mit Josef. Der war tatsächlich aus königlichem Blut. Nur, dass ihm das nichts nützte, weil die letzten Könige, die in Juda regiert hatten, schon ein halbes Jahrtausend tot waren. Er war ziemlich arm. Und als er seine Frau zurückkommen sah und nach wenigen Wochen merkte, wie sie ihre Kleider immer etwas weiter anzog, da zerriss es ihm fast das Herz. Sie hatte ihm erzählt, dass sie losgegangen sei in Nazareth, über die Hügel gewandert sei und dort in Judäa schwanger angekommen sei. Er war ein gerechter Mann. Er wollte nur das Beste vermuten. Aber das war zu viel. Du bist schwanger geworden vom Wandern nach Judäa? Er war so gerecht, dass er trotz seiner mehr als objektiv verständlichen Gründe sie nicht einfach der Schande preisgeben wollte. Er wollte die bereits festgemachte Verlobung, die damals rein rechtlich schon fast sowas wie eine Hochzeit war, er wollte sie im Geheimen lösen. Aber Gabriel wurde noch einmal ausgesandt, diesmal zu Josef. Und er sagte ihm, Josef, Sohn Davids. Und da klingelten die Ohren in Josefs Gehirn. Das war der Begriff des Sohn Davids. Er war ja aus der königlichen Linie. Keiner hatte da wirklich Interesse für, aber er wusste es. Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Das, was ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie aber wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Hatte tatsächlich die heilige Linie, die Linie, die über David ging, die zurückverfolgt werden konnte, über all die verschiedenen Generationen, über Ruth und über Rahab und sogar über diesen Perez, der als Sohn der Tamar geboren, sollte diese Linie wirklich den Erlöser gebracht haben? Aber schnell entstand ein Disput zwischen den Malachim im Himmel. Sie sagten, naja, stimmt ja schon, also wir können in den Büchern nachlesen, dass all die Generationen, das passt und der Josef ist definitiv hier, wir können das in den Büchern nachvollziehen, aber was, er ist nicht der Vater. Wie kann das Kind der Sohn David sein? Das passt nicht. Was machen wir jetzt? Es gab ein paar sehr kluge Malachim, die hatten sehr gründlich die Archive des Himmels studiert
Und zwar nicht nur die, die offensichtlich von der Königslinie verfolgten, und sie zeigten den erstaunten anderen Malachim etwas. David hat ja viele Söhne gehabt. Nicht nur Salomo, der König geworden war, und nicht nur die anderen, die alle gestorben sind aufgrund ihrer Sünden. Nicht nur Salomo, der König geworden war und die königliche Linie hatte. David hatte noch einen anderen Sohn, Nathan, der genannt worden war nach dem Propheten, den er besucht hatte. Keiner hatte von ihm Notiz genommen. Aber die Engel zeigten, dass dieser Nathan Nachfahren gehabt hatte. Und sie gingen Generation nach Generation und plötzlich dämmerte es allen. Mirjam, die Mutter, ist eine direkte Nachfahrin von diesem Sohn Nathan. Wow. Er wäre wirklich der Sohn Davids, nicht durch den Vater, sondern durch die Mutter. Und die Engel wussten schon, was das für ein schwerer Schlag für das Verständnis der jüdischen alten Männer wäre. In jenen Tagen entschied sich Augustus, es wäre mal wieder Zeit zu wissen, wie viel Geld ihm eigentlich zustehe. Er wollte wissen, wie reich die Menschen sind. Und die Bewohner seines Großreiches sollten in Zensusklassen eingeteilt werden. Es sollte ein Steuereintreiber durch das Land ziehen. Hatte nicht ja schon Daniel gesagt, dass ein König aufstehen würde, der einen Steuereintreiber durchs Land ziehen lassen würde? Und das machte es erforderlich, dass jeder sich dorthin begab, wo er ursprünglich seiner Vorfahren her war. So musste Josef mit Mirjam nach Bethlehem, an jenen Ort, wo Rahel gestorben war. Jener Ort, wo die Israeliten standen, als sie 586 abtransportiert werden sollten nach Babylon. Jener Ort, wo David gesalbt wurde und wo die Helden sich unter die Philister gemischt hatten, um Wasser zu holen aus dem Brunnen. Jener Ort, der so voll war von Erinnerungen. An diesen Ort zogen sie. Er, der Sohn Davids, sie, einen Nachfahren des Königs Davids, und in ihrem Bauch der schon den David erschaffen hatte. Aber in Bethlehem, wo man sich immer noch rühmte und vielleicht sogar den Touristen erzählte, wer hier geboren sei, nämlich der König David, hatte niemand Platz für seine Nachfahren. Und so mussten sie die Krippe nehmen, im Stall übernachten, und dort sollte sie ihr Kind bekommen. Und im Malachim im Himmel, die Engel waren so begeistert, sie wollten erzählen, was passiert. Und sie flogen über Jerusalem und suchten jemanden, der Interesse hätte an sowas. Sie fanden keinen. Aber sie fanden dort auf den Hügeln bei Bethlehem ein paar Hirten. Ob die vielleicht auch noch die Psalmen sangen, die David komponiert hatte, als er dort Hirte war? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ihnen erschien ein Engel und sagte, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr, der Maschiach, der Gesalbte, der Messias, auf den sie seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden eigentlich, gewartet hatten. Er ist geboren. Und als er das aussprach, diese Engel, konnten all die anderen Engel, sie konnten sich nicht mehr zurückhalten, sie konnten sich nicht mehr beherrschen und sie fingen an zu jubeln und zu singen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Irgendwann sind sie fertig gewesen und dann abgezogen gen Osten zu einer anderen Mission. Und die Hirten kamen zur Krippe. Sie hatten ihre Schafe zurückgelassen. Sie ahnten wahrscheinlich nicht, dass der in der Krippe war, gerade ihre Schafe am Leben erhielt. Obwohl er nur quäkte und nicht mal richtig gucken konnte. Er war wirklich Gott und Mensch gleichzeitig. Sie beteten ihn an. 8 Tage später musste er beschnitten werden. Und ihm wurde jetzt der Name gegeben, den der Engel vorgesehen hatte, Josua, so wie der das Volk nach Kanaan hineingeführt hatte,
griechisch Jesus, und so ist er uns heute bekannt. Und dann nach einigen Wochen nach dem Gesetz musste er im Tempel dargebracht werden. Und da war eine lange Schlange und ein Priester hatte Dienst und die ganzen Kinder, die dargebracht werden sollten, geweiht werden sollten, wurden geweiht. Und da kam noch ein Kind und es wurde geweiht. Und da kam noch ein Kind und es wurde geweiht. Und da kam noch ein Kind und der Priester hatte wohl keine Ahnung, dass er gerade seinen Schöpfer und Erlöser in den Händen hielt. Ganz nah an seinem Herzen. Er hat es geweiht. Nie wieder war Jesus ihm so nahe. Aber er hat es nicht gemerkt. Josef und Miriam, die stolzen Nachfahren Davids, waren so arm, dass sie nicht mal das vorgeschriebene originale Opfer bringen konnten, sondern nur das Armenopfer, zwei Tauben. Aber jemand hatte gewusst, wer sie sind. Jemand hatte vom Heiligen Geist gesagt bekommen, wer dieses Kind ist und dass Gott die lange Zeit des Schweigens beendet hatte. Simeon kam in den Tempel. Er hatte gebetet, nicht eher zu sterben, als dass er den Messias sehen sollte. Er wusste aus den Prophezeiungen Daniels, dass es nicht mehr allzu lange sein konnte. Und jetzt rief er aus im Tempel, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und er schaute Miriam Maria an und sagte, aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Als alles vollbracht war, zogen sie wieder zurück nach Bethlehem, wo sie immer noch hausen mussten, dort diesen erbärmlichen Umständen. Währenddessen hatten die Malachim, die Engel, sich weit nach Osten bewegt. Sie wussten, in Israel gibt es so gut wie niemanden, der momentan bereit wäre, diese Botschaft zu bekommen. Aber dort, jenseits des Euphrats, im Osten, gab es einige kluge Männer. Menschen, die Astronomie studierten und die Schriften der alten Weisen studierten. Und die Malachim machten so ein Zeichen, so ein ihre bloße Existenz war so ein außergewöhnliches Himmelsphänomen, dass die Weisen dort im Osten des Orientes eine Erklärung suchten. Und irgendwann erinnerte sich an eine alte Schriftrolle, die er mal gefunden hatte, irgendwo in irgendeinem Archiv von irgend so einem alten Bileam. Und sie lasen, ich sehe ihn aber jetzt noch nicht, ich schaue ihn aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Er wird die Schläfen Moab zerschmettern und alle Söhne Seth zertrümmern. Und jemand fragte, wie alt ist denn das Manuskript? Naja, man kann es nicht genau datieren, aber ungefähr anderthalb Jahrtausende. Was? Anderthalb Jahrtausende? Kein Wunder, dass er geschrieben hat, ich sehe ihn aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn aber noch nicht in der Nähe. Und so machten sie auf den Weg mit ihrer Karawane. Sie konnten nur nachts reisen, um diesem vermeintlichen Stern zu folgen. Und er führte sie nach Judäa, er führte sie in die Hauptstadt, er führte sie nach Jerusalem. Und da kamen sie an und sagten, wo ist denn dieser König? Wo ist denn das Zepter? Wir haben davon gelesen, wir haben seinen Stern gesehen. Aber Herodes, der davon hörte, war ganz und gar nicht begeistert. Er hatte bereits mehrere seiner eigenen Söhne umbringen lassen, weil er Angst hatte, dass die König werden wollten. Ein fremder König kam für ihn gar nicht in Frage. Da er aber zwar nominell ein Jude war, aber den Tanach, die Schriften nicht gut kannte, wusste er gar nicht, wovon sie reden. Und er ließ die Schriftgelehrten holen. Und die hatten kein Interesse, mit einem Nabatäer, einem Edomiter, der ihr König sein will, zu reden. Und er fragte sie, wo steht in der Schrift über diesen kommenden König? Und sie sagten, das ist eine schwierige Frage, das ist eine schwierige Frage. Und er wurde sehr deutlich, sagt es mir. Und widerwillig zückten sie die Schriftrolle des Micha und sagten, naja, hier steht's. Du Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Aha. Und so ging er zurück zu der Delegation dieser Weisen aus dem Osten und erzählte ihnen, dass der König nicht in Jerusalem sei, sondern erst noch in Bethlehem. Und sie sollen dorthin gehen und wenn sie ihn gefunden haben, ihm genauestens berichten, denn er würde auch so gern den neuen König anbeten. Die haben ihm das sogar geglaubt. Und sie gingen
und fanden das Kind. Und sie brachten ihre Geschenke und beteten es an. Hier waren Menschen, die vielleicht aus Babylon oder Syrien kamen, die den Gott Israels anbeteten, den König Israels, während der König über Israel war und die Schriftgelehrten sich kaum dafür interessierten. Aber sie wurden gewarnt im Traum, dass Herodes längst nicht so freundlich sei, wie er es vorgegeben hatte. Sie zogen auf einem anderen Weg zurück. Und als Herodes das hörte, war er so wütend, dass sein wahres Gesicht sich zeigte. Es war wieder der Satan. Und er ließ den Befehl bringen, im Zweifelsfall alles umzubringen, was irgendwie in die Kategorie fallen könnte. Das heißt, alles, was jung und männlich sei, in Bethlehem. Und Gabriel musste noch einmal gesandt werden. Und er warnte Josef. Und der zog noch in derselben Nacht los. Aber in jenen Tagen erfüllte sich zum zweiten Mal, was der Prophet Jeremia gesagt hatte. Eine Stimme wird in Rama gehört, bitterliches Klagen und Weinen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, wegen ihrer Kinder, weil sie nicht mehr sind. Josef und Mirjam Maria flohen mit dem kleinen Jesus nach Kemet, nach Ägypten. Aber dort blieben sie nicht viele Zeit, nicht lange. Denn schon kurze Zeit später, im Frühjahr 4 vor unserer Zeit, starb Herodes. Er hatte noch geplant, vor seinem Tod alle berühmten Männer Judas in der Rennbahn in Jericho einzuschließen und sie umbringen zu lassen, weil er hoffte, dass wenigstens dann jemand bei seinem Tod weint. Zum Glück kam es dazu nicht mehr. Der Engel Gabriel offenbarte dem Josef, dass es jetzt wieder sicher sei, in das gelobte Land zurückzukehren, und das taten sie. Aber als sie hörten, dass der Sohn von Herodes, Herodes Archelaus, König geworden war, zögerten sie, in Juda zu bleiben, denn der hatte gerade 3000 Menschen während des Passafestes im Jahre 4 vor unserer Zeit im Tempel umbringen lassen. Und so zogen sie wieder in ihre alte Heimat, nach Galiläa, nach Nazareth. Dazwischen lag das verhasste Samaria, wo die Samariter lebten, jenes Mischvolk aus den Tagen der Könige der Assyrer. Und so verging die Zeit. 12 Jahre später ungefähr durfte der kleine Josua, der kleine Jehoshua, der kleine Jesus zum ersten Mal mit zum Tempel. Seine Eltern waren jedes Jahr gegangen und hatten ihm immer erzählt von dem großen Fest. Und diesmal durfte er zum ersten Mal mit. Seine Mutter Miriam hat ihm oft vorgelesen, die Schriftrollen der Propheten. Er liebte das Wort Gottes. Obwohl er erst 12 Jahre alt war, wussten alle seine Familienangehörigen, seine Mutter, sein vermeintlicher Vater, seine älteren Brüder, die der Josef mitgebracht hatte aus erster Ehe. All die Nachbarn, sie wussten, dieses Kind ist außergewöhnlich. Sie hatten ihn nie quengeln sehen. Sie hatten ihn nie rebellieren sehen. Er war niemals auf den Boden gestampft, wenn Maria sagte, komm her. Er hat nie gelogen. Er hat nie einem Kind was weggenommen. Er war so rein. Er hatte solch ein Interesse an den Worten Gottes. Und gemeinsam zogen sie über die Hügel und sie hörten die Geschichten, als sie an den verschiedenen Orten Israels vorbeikamen, die Geschichten, was hier passiert war, was da passiert war, vor 500 Jahren und vor 700 Jahren und vor 1200 Jahren, was die Propheten hatten aufschreiben lassen. Und sie kamen nach Jerusalem in diesen berühmten Tempel. Und es war noch viel größer, als sich der kleine Josua in seinem Kopf hatte vorstellen können. Aber als er dort war und die Hymnen hörte, die Gesänge, den Gesängen lauschte, selbst betete, da war es, als ob sein Herz ganz seltsam berührt wurde. Es war ihm, als ob die Opfer, die er sah, als ob die Lämmer, die dort geschlachtet wurden, als ob all ihre Augen auf ihn gerichtet waren. Ihm war fast so, als wenn jedes Mal ein Lamm geschlachtet wurde, es ihm selbst an die Kehle ging.
Seine Eltern hatten ihm oft erzählt die Umstände seiner Geburt. Und er hatte mittlerweile genügend Prophezeiungen gelesen. Und plötzlich puzzelte in seinem Kopf sich ein Bild zusammen. Es puzzelte sich so klar zusammen, dass er selbst überwältigt war von der Eindeutigkeit. Und als nur noch ein Puzzleteil fehlte, da kam es mit gewaltiger Kraft. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Plötzlich war es ihm, als ob alle Schriftrollen im Tempel auf ihn zeigen würden. Als ob die Traditionen der Alten, die über Jahrtausende gesammelt worden waren, alle auf ihn zeigen würden. Mit seinen 12 Jahren verstand er plötzlich, wer er war. Und ihm dämmerte, dass er selbst es war, der die Blumen geschaffen hatte, obwohl er sie immer pflückte und seiner Mutter brachte. Plötzlich verstand er, wer er war. Der Mensch Jesus hatte mit 12 Jahren genügend gelernt, um seine Mission zu erkennen. Und er war so überwältigt. Er war so fasziniert, so fokussiert, dass er alles um sich herum vergaß. Er hat nicht einmal mitbekommen, dass das Fest zu Ende war. Er hat auch nicht mitbekommen, dass seine Eltern nicht da waren. Alles, was interessierte, war dieses Wort Gottes, das so direkt in sein Leben sprach und das so direkt mit seinem Leben verbunden war. Und er wollte jeden fragen, der etwas wusste von dem Wort Gottes. Und er wandte sich an die besten Theologen seiner Zeit. Und er stellte ihnen eine Frage nach der anderen. Die waren schnell ziemlich verwirrt. Die sprachen immer nur von einem König, der bald die Römer, wobei sie das immer in der vorgehaltenen Hand sagten, damit die Römer im Vorhof, den sie betreten durften, nicht hörten, was sie sagten. Die Römer aus dem Land kicken würde. Aber dieser kleine 12-jährige Junge, der kam immer mit diesen Prophezeiungen von Jesaja. Und anderen, die gar nicht passten, zu einem militärischen Führer. Und er fragte, ganz höflich, könnte es sein, dass der Text auch noch dazu gehört? Wie versteht ihr den Text? Wie versteht ihr das hier mit Jesaja, was er hier sagt? Er war wahrscheinlich fast ein bisschen enttäuscht, als plötzlich auf der Schulter angeklopft wurde und er seine Mutter sah. Was machst du denn hier? Wir haben dich überall gesucht. Oh, ach so. Wie spät ist es denn? Oh. 3 Tage schon. Und dann sagte er, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Er wusste genau, jetzt, Josef ist nicht mein Vater, Gott ist mein Vater. Aber er, der schon ein halbes Jahrtausend vorher den 3 Freunden im Ofen gesagt hatte, geht ruhig, auch wenn er euch ruft, geht. Er hielt sich selbst an sein Beispiel und ging, als seine Eltern sagten, komm. Und so ging er mit ihnen nach Nazareth. Ob er gehört hat, dass just in jenem Jahr die Germanen, die Römer nahe des Teutoburger Waldes da ganz weit oben besiegt hatten und die Römer sich nicht mehr weiter ausbreiten konnten, östlich vom Rhein. Vielleicht hat er das gehört, vielleicht auch nicht. Sein Leben verlief sehr unspektakulär. Er arbeitete mit Holz, ging morgens zur Arbeit, kam abends nach Hause, grüßte die Leute freundlich. Und die Engel im Himmel waren eigentlich gar nicht erstaunt. Denn so war er im Himmel auch immer gewesen. Immer freundlich, immer nett, nie auf sich weisend. Er machte dasselbe auch. Es war so erfrischend, endlich mal jemanden zu sehen, der nicht an sich selbst dachte. Sie hatten ja jahrtausende lang immer das Gegenteil gesehen, mal mehr oder weniger stark. Er war so bescheiden. Mit Sicherheit hat er gehört, als er 15 war, dass der Kaiser Augustus, nachdem alle seine eigentlichen Erben nicht mehr lebten, den sehr umstrittenen, weil moralisch frevelhaften Kommandanten Tiberius, der militärisch sehr erfolgreich war,
zum Miterben, zum Mitkaiser gemacht hatte und ihn zum Imperator für alle Provinzen, nicht für Rom selbst, aber für alle Provinzen gemacht hatte. Das heißt, für Jesus bedeutet das, dass jetzt dem Augustus Tiberius jetzt schon im Jahre 12 auch als Kaiser anzusprechen war. Zwei Jahre später starb dann Augustus und Tiberius wurde dann alleiniger Herrscher. Jesus war da 17 Jahre alt, ungefähr. 4 Jahre später wurde ein neuer Hohepriester ernannt, Josephus Kaiphas, der Schwiegersohn des Hannas, der zur Zeit von Jesu Geburt Hohepriester gewesen war. In jener Zeit wirkte auch Philo von Alexandria, der es sich besonders zur Aufgabe gemacht hatte, die griechischen Philosophen und die Schriften der Propheten zu verbinden. Und dann im Jahre 26 entschied sich Tiberius, einen neuen Statthalter nach Judäa zu entsenden. Sein Name war Pontius Pilatus, sein Vorname ist uns nicht bekannt. Der wird wahrscheinlich nur widerwillig zugestimmt haben, denn ähnlich wie bei den Assyrern und Babyloniern und den Medern war bekannt, dass Jerusalem ein heißes Eisen ist und die Menschen dort besonders rebellisch. Und so führt er sich gleich mit entsprechender Härte ein. Und dann im Jahre 26, als 482 Jahre der Prophezeiung von Daniel vorbei waren, waren alle Figuren im Spiel gestellt. Das, was Gott der Vater und der Heilige Geist und der Sohn Gottes Michael gesehen hatten seit Ewigkeiten, das sahen jetzt Gott, Vater und der Heilige Geist auf der Erde. Michael war natürlich als Jesus Teil des Geschehens. Und dann schlug die Uhr 483 Jahre. Und es begann. Im Jahre 27 erschien Johannes in der Wüste und er erschien mit einer einfachen und klaren Botschaft. Ein halbes Jahrtausend fast, mehr als 4 Jahrhunderte, hatte Gott nicht gesprochen. Jetzt sprach er und zwar unmissverständlich. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Er sah recht merkwürdig aus, nicht den Zeiten entsprechend. Römische und griechische Mode hatten ihm nichts beigebracht. Er sah aus, als ob er 900 Jahre zu spät geboren wäre. Er sah aus wie der Prophet Elia. Und er aß sehr einfach dort in der Wüste. Wabenhonig und Karobschoten, die damals aufgrund ihrer Form als Heuschrecken bezeichnet wurden. Und er brachte eine einfache und auf den Punkt formulierte Predigt. Kehrt um, tut Buße, reinigt euch. Damals war Reinigung ein großes Thema. Die Juden hatten verschiedene Sitten, die Hände zu reinigen und die Füße zu reinigen, verschiedene Reinigungen durchzuführen. Ganze Bücher wurden geschrieben, wie man sich am besten reinigt und welcher Reihenfolge. Aber Johannes schien das alles über den Haufen zu werfen, als er sagte, ihr müsst nicht bestimmte Füße oder bestimmte Gefäße oder bestimmtes dies oder jenes reinigen, ihr müsst euch selbst reinigen, lasst euch taufen. Komplett Reinigung. Und die Leute waren begeistert. Das ist simpel, klar und deutlich. Da muss man nicht mehr 1000 Vorschriften, wann welcher Löffel und welches Dings. Man kann sich komplett reinigen, der ganze Mensch. Und so kamen sie zum Jordan, wo er stand. Johannes der Täufer. Und die Menschen taufte, sie kamen aus Jerusalem und von der Dekapolis, aus Perea, aus Samaria, von überall. Eine gewaltige Bewegung. Die Leute glaubten schon, könnte das der Verheißene sein. Und auch im Bergdorf Nazareth in Galiläa hatte die Uhr geschlagen. Unhörbar. Aber Jesus kannte die Prophezeiung und er wusste, die Stunde ist gekommen. Er hatte lange genug als das unschuldige Lamm im Lager gelebt. Es war Zeit für seine Mission. Er kam zum Jordan und er reihte sich ein. Er ging nicht an die vorderste Front und sagte, ich bin der König Israels, ich habe Vortritt. Er stand dort mitten in der Reihe und wartete geduldig, bis er drankam. Aber als er zum Jordan schritt, was? Als ob Johannes der Täufer sagt, Moment mal, du willst dich taufen lassen? Welche Sünde willst du bekennen? Und Jesus bekannte Sünden. Er bekannte alle Sünden. Er bekannte vor seiner Taufe alle Sünden der Menschheit.
Und er sagte, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Den Malachim lief es heiß den Rücken runter. Hatte nicht Daniel gesagt, dass in diesen 70 Wochen eine ewige Gerechtigkeit eingeführt werden soll? Und mit zitternden Händen, ohne ganz zu ahnen, ohne ganz zu durchdringen, wen er dort in den Händen hielt, hat Johannes der Täufer, seinen Verwandten, den er seit den Tagen seines Embryodaseins nicht mehr gesehen hatte, getauft. Und als dieser Mensch Jesus, in dem die ganze Gottheit leibhaftig gegenwärtig war, in das Wasser des Jordans hineintauchte und wieder aufstieg und aus dem Wasser ging und niederkniete und betete, da öffnete sich der Himmel. Und der Heilige Geist kam auf ihn. Und um zu zeigen, was für ein Ereignis das war, kam er als Taube. Und die Malachim erinnerten sich an die Geschichte vor ewigen Zeiten, als eine Taube auf dem ewigen Wasser der Sintflut suchte nach einem Ort, wo sie endlich ruhen konnte. Und es schien so, als ob der Heilige Geist andeuten wollte, dass seit Jahrtausenden er einen Menschen suchte, auf dem er ganz ruhen konnte. Endlich hatte er einen gefunden. Und dann geschah etwas, was seit 4 Jahrtausenden nicht mehr geschehen war. Gott, der Vater, sprach zu Menschen. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es waren 400 Jahre des Schweigens, in dem Gott durch Propheten gesprochen hatte. Aber Gott, der Vater, hatte das letzte Mal vor dem Sündenfall mit Menschen gesprochen. Seitdem war es immer der Zweite gewesen, immer das Wort, immer der, der die Brücke zur Schöpfung gewesen war. Er hatte immer kommuniziert mit den Menschen. Selbst am Berg Sinai war er es gewesen, Michael, der das Gesetz gesprochen hatte. Zum ersten Mal seit 4 Jahrtausenden sprach Gott, der Vater, zu der Menschheit direkt. Denn der bisher gesprochen hatte, hatte sich völlig mit der Menschheit identifiziert. Die Zeit des Schweigens zwischen Gott, dem Vater und der Menschheit war vorbei, weil Jesus, Gott mit uns, Immanuel, das Schweigen gebrochen hat. Es war so, als ob durch all die Jahrtausende der Trennung von Gott, all das Dunkel und der Nebel der Sünde, ein klarer Tunnel gegraben wurde, ein klarer Lichtstrahl, der nicht mehr getrübt werden konnte. In Jesus war die Menschheit in der Lage, Gottes Wort zu hören, mit Gott Verbindung zu haben. Der Himmel stand den Menschen wieder offen. Und Jesus wurde vom Geist geführt in die Wüste. Das letzte Mal hat er ihn getroffen vor über 4 Jahrtausenden. Dort in den Höfen der Ewigkeit. Sie hatten ein Gefechte gehabt, Wortgefechte. Diesmal in der baumlosen Wüste Judas würde sich die Schlacht wiederholen. Die größte Schlacht aller Zeiten, gegen die Schlacht von Gaugamela von Alexander dem Großen wie ein kleines Kinderspiel aussah. Über einen Monat war Jesus in der Wüste und er aß nichts, er fastete. Und nach Tagen begann sein Bauch zu schmerzen. Und irgendwann wurde es wirklich unerträglich. Und in all diesen Tagen waren da immer Stimmen, die ihm einflüstern wollten, dass das doch gar nicht gut sei. 40 Tage lang wurde er versucht. Aber es waren nur Gedanken, die ihm eingeflüstert wurden. In seinem Wunsch, sich ganz Gott zu weihen für die gewaltige Aufgabe und den Sieg zu erringen über diesen Fürsten der Welt, über diesen Satan, wurde er heftig angegriffen. 40 Tage ging das so. Aber als all das nichts brachte, entschied sich Hillel zum letzten großen Manöver. Er kam als Lichtengel vom Himmel. Und Jesus, der sich kaum noch gerade machen konnte, der gekrümmt war von den Schmerzen und dem es alles in seinem Fleisch lechzte, nach etwas zu essen, der sah diesen Engel vom Himmel kommen. Konnte das vielleicht die Antwort Gottes sein? Der Engel mit unaussprechlicher Schönheit und Lieblichkeit
mit einem freundlichen Blick, sagte, er sei jetzt gekommen, um das Martyrium zu beenden, so wie damals ein Engel ja das Martyrium von Abraham beendet hatte. Und er dürfe jetzt etwas essen. Er sollte sich doch mal die Steine anschauen, all diese Steine, die fast schon aussahen wie Brotlaibe. Und er sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist. Und hier veränderte sich der Gesichtsausdruck von Jesus. Binnen Sekunden verstand er, dass das nicht ein Engel Gottes war. Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Waren das nicht dieselben Worte? Nur anders formuliert, die Eva gehört hatte? Nicht in einer Wüste, fast tot, sondern ein Paradies mit allem, was sie hatte? Eva war damals gefallen. Und jetzt zitterten die Malachim, sie wussten, wie stark Sünde und Versuchung sein kann. Sie kannten die Menschen, sie kannten Gott, aber sie kannten die Menschen. Und es war ihnen fast so, als ob plötzlich David gegen Goliath kämpft. Denn hier war Satan im Vollbesitz seiner Kräfte. Und da war Jesus, in die schwache Menschlichkeit eingezwängt, die fast am Sterben war. Aber Jesus sprach, es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Der Satan hatte gehofft, dass in diesen 40 Tagen Jesus sich fragen würde, ist das wirklich mein Vater, der mich 40 Tage lang hungern lässt? Ist Gott immer gut oder hätte man das auch besser machen können? Aber Gott hatte gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Und daran würde er nicht zweifeln, auch wenn er vor Hunger sterben würde. Der Mensch lebt aus jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Der Engel lächelte und sagte, super, du hast den Test bestanden. War nur ein Test. Es freut mich, dass du treu bist zum Wort Gottes. Weißt du, lass uns jetzt aus der Wüste gehen. Lass uns dorthin gehen, wo das Wort Gottes gepredigt wird. Ich freue mich, dass du ein Interesse für das Wort Gottes hast. Ich freue mich, dass du so sehr das Wort Gottes liebst, denn du bist ja als künftiger König Israels angezwungen, das Gesetz zu halten. Schau mal hier. Lass uns dorthin gehen, wo das Gesetz gelehrt wird, zum Tempel. Und er brachte ihn zum Tempel. Und er redete auf ihn ein und sagt, du kennst das Gesetz, du liebst das Gesetz. Und ich glaube, du liebst es wirklich, oder? Und wenn du es wirklich liebst, dann musst du dir auch allem folgen, was das Gesetz sagt, oder? Schau mal hier. Ich habe ja gerade vor kurzem in den Schriften gelesen, bei den Psalmen, da gibt es einen interessanten Text. Glaubst du den auch? Guck mal hier, ich will dich mal illustrieren, was ich meine. Lass uns mal dort auf die Zinne gehen, dort, wo es viele, viele Meter nach unten geht. Wir stellen uns jetzt mal hier hin, wir müssen zum Test. Ne? Wir stehen jetzt hier, guck mal, siehst du, wie tief das unten ist? Also, du weißt, jeder Mensch stirbt, das ist Suizid. Aber du hast gesagt, du glaubst an das Wort Gottes. Wenn du Gottes Sohn bist, stürze dich hinab, denn es steht geschrieben. Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Füßen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Glaubst du das? Jetzt ist die Zeit, das zu beweisen. Du hast gesagt, du glaubst an jedes Wort. Glaubst du an das auch? Jesus hat nicht mal einen Moment überlegt. Er kannte die Bibel sehr gut. Er hatte gemerkt, dass der Satan einen Satz ausgelassen hatte. Vor allem hat er gemerkt, dass der Satan etwas zu früh aufgehört hatte, denn im nächsten Vers ging es darum, wie man den Drachen den Kopf zertritt. Dazu war er gekommen. Aber vor allem wusste er, dass es einen anderen Text gibt, der mit dieser Interpretation nicht übereinstimmt. Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Der Satan wusste, gegen die ganze Bibel hat er keine Chance. Er kann zwar Texte herausreißen, seine eigene Interpretation geben und Leute zum Irrsinn verführen, aber gegen die ganze Bibel hat er keine Chance, denn die ganze Bibel ist ein Ganzes und sie ist das Wort Gottes. Und jetzt wusste er nicht, was er tun sollte. Er hatte nur noch eine Möglichkeit. Maske ab und Frontalangriff. Das letzte Ass, das in seinem Ärmel noch war, war das, was bisher bei jedem Menschen funktioniert hat. Selbst bei Salomo. Er sagte, pass auf, wir können das Ganze abkürzen. Vielleicht hast du schon geahnt, wer ich bin. Und ich sag's dir ganz frei aus, ich bin der Satan. Ich bin der, den du besiegen willst. Ich bin der, dem die ganze Erde gehört. Und pass auf, weißt du was? Du weißt, wenn du Gottes Plan folgst, wird es dich das Leben kosten. Und du weißt vielleicht selbst nicht, wenn du einen Fehler machst, ist es für dich für immer aus. Risiko ist viel zu groß. Ich bin besser als Gott. Ich bin netter. Du kannst alles haben für ein weitaus kleineres Opfer. Einmal niederfallen und anbeten. Er führt ihn auf einen hohen Berg.
auf einen gewaltig hohen Berg und zeigte ihm die Reiche der Welt. Nicht nur das Römische Reich. Er zeigte ihm das Chinesische Reich, das Indische Reich, die alten Reiche der Vergangenheit, vielleicht die zukünftigen Reiche, die es noch geben werden, und sagte, all das gehört mir und du kannst alles haben. Du brauchst nicht sterben, du brauchst nicht leiden, du musst nichts von dem tun, was dir Gott im Vater gesagt hat, im Himmel gesagt hat. Einmal anbeten und dann ist es deins. Die Engel im Himmel standen erstarrt da. Er hatte immer gesagt, er würde niemals Gottes Ehre in Zweifel ziehen. Er wollte nur die Regierung Gottes verbessern. Er wollte gar nicht die Regierung Gottes verbessern. Er wollte, dass Gott ihn anbetet. Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und Jesus sagte, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Nur dreimal hatte Satan angegriffen und es war nichts mehr übrig, was er tun konnte. Dreimal die Bibel zitiert und der Sieg des Menschen Jesu, nicht in göttlicher Kraft, sondern mit dem einfachen Zitat des Wortes Gottes. Der Sieg war vollkommen. Und plötzlich realisierten selbst die Engel, man kann den Satan überwinden, selbst als Mensch. Er ist ein Beispiel. Er hat es vorgemacht. Wenn doch nur die Menschen von ihm lernen würden. Das war jetzt sein Ziel. Und wie er das anstellen würde, das werden wir morgen sehen. Liebe Freunde, wenn wir heute Abend etwas lernen, dann ist es das, dass das Wort Gottes eine echte Waffe ist. Das Wort Gottes ist sicher. Selbst dann, wenn Gott vielleicht nicht mehr durch Propheten spricht, nicht hörbar spricht, spricht er genauso sicher durch das geschriebene Wort. Und wenn es manchmal so aussieht, als ob seine Prophezeiungen nicht in Erfüllung gehen können, wie damals in der griechischen Geschichte, dann nur deswegen, weil wir die Zukunft nicht kennen. Es kam genau so. Aber das Wort Gottes ist nicht nur geschriebener Buchstabe. Das Wort wurde Fleisch und hat sich dadurch für Ewigkeiten für uns verbürgt. Das Wort hat sich mit uns identifiziert. Und es gibt nichts Sinnvolleres auf dieser Welt, als diesem Wort zu glauben. Wenn uns unsere Emotionen etwas anderes sagen wollen, wenn unsere Erfahrung uns etwas anderes sagen will, wenn andere uns etwas anderes einreden wollen, dann ist es das Beste, dem Wort Gottes zu vertrauen. Denn Gott ist immer derselbe. Und heute Abend möchte ich fragen, alle, die hier sind und alle, die live zuschauen, ob wir heute Abend nicht zum ersten Mal oder erneut uns entscheiden wollen, dem Wort Gottes zu glauben, darauf zu bauen, komme, was da wolle, koste, was es wolle, denn das Wort Gottes ist ein sicheres Fundament für unser persönliches Leben. Wer von uns möchte sagen, das ist meine Entscheidung heute, das möchte ich ganz wirklich tun. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir sind wirklich beeindruckt. Worte können es eigentlich nicht ausdrücken, was du getan hast. All das, was wir sagen, ist immer nur eine schwache Beschreibung dessen, wie es wirklich gewesen ist. Und erst wenn wir einmal bei dir sind, wirst du uns im Detail erzählen können, was alles geschehen ist in dieser Weltengeschichte. Aber wir haben genügend gesehen, um heute sicher sagen zu können, dass dein Wort ein festes Fundament ist. Dass dein Wort immer eintrifft, auch wenn es sich scheinbar verzögert. Und dass dein Wort nicht nur blanke Theorie ist, sondern fleischgewordene Erfahrung. Etwas, das uns hilft. Du Gott selbst bist das Wort. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du dieses unvorstellbare, unerklärliche und unbegreifliche Opfer gebracht hast, der du die Ewigkeiten bewohnst, dass du Mensch geworden bist,
dass du dich hast ernähren lassen im Bauch einer Frau, um all das zu erleben, was auch wir erleben, um in unseren Schuhen zu gehen, um unsere Versuchungen zu erleben und uns zu zeigen, wie wir in unserem schwachen menschlichen Fleisch durch die Kraft des Wortes Gottes, durch eine Verbindung zum Vater, Sieger sein dürfen. Hab Dank dafür, Jesus, von ganzem Herzen. In deinem Namen beten wir. Amen.